Willis und der Human Salemi hier. Genau, der Human Salemi hat das ganze Programm hier aufgebaut, von dem Sie heute profitieren. Und es ist seine letzte Veranstaltung. Aber ich bin sicher, er teilt viele Erfahrungen. Und ja, ich hoffe, Sie sind motiviert. Wir freuen uns, wenn wir Sie begleiten dürfen auf Ihrem Weg während des Studiums ins Ausland und wünschen Ihnen viel Spaß. Danke. Was erwartet Sie heute? Wir haben hoffentlich spannende Vorträge für Sie. Gibt es hier im Hörsaal nur Humanmediziner oder auch Zahnmediziner, Masterstudierende, medizinische Informatik? Wer studiert nicht Humanmedizin? Okay, gut. Dann sind wir, wir haben die Zielgruppe abgesteckt. Sie sind im vierten Studienjahr. Wer ist im vierten Studienjahr? Die meisten im dritten Studienjahr. Vereinzelt. Super. Gut. Also vielleicht wissen Sie das. Wir werden das auch noch wiederholen. Wir haben im Studium Humanmedizin ein Mobilitätsfenster im dritten Studienabschnitt, im fünften und sechsten Studienjahr. Was werden wir hier abdecken? Wir haben die Kolleginnen vom Max-Kade-Programm eingeladen, um über Möglichkeiten, Clinical Clerkships in den USA zu absolvieren, vorzutragen. Diese können entweder als sinnvolle Ergänzung zum Studium, als freie Formulatur verwendet werden oder unter Umständen, wenn bestimmte Bedingungen eine Dauer von 2 Monaten erfüllt sind und so weiter, im KPJ. Also wir fangen mit einem Vortrag über Clinical Clerkships in den USA. Wir setzen fort mit 3 Erfahrungsberichten. Wir werden hoffentlich erfolgreich einen Studierenden aus Vietnam dazu schalten. Er hat letztes Jahr ein Erasmus-Semester, ein Free-Mover-Semester absolviert und 2 Auslandsformulaturen mit ASEA und EPU, also gleich 4 Programme in Anspruch genommen. Und wir haben auch 2 Studentinnen, die gerade ihr Auslandssemester in Wien gestartet haben und von der TU Dresden und Masaryk-Universität in Brünn kommen, eingeladen, um sie über ihre Unis zu berichten und ihnen zu erzählen, warum es spannend wäre, nach Brünn und nach Dresden zu gehen. Dann werden wir ihnen hoffentlich in kleinen Dosen auch Informationen geben, aber vor allem ein Werkzeug bieten, wie sie sich auf ein Auslandssemester vorbereiten können, wo sie Informationen finden und so weiter. Und wir schließen dann den Kreis auch mit Auslandsformulaturen. Von AMSA ist auch eine Kollegin dabei, die eben über Formulaturen im Ausland über AMSA berichten wird. Ja, viel Spaß und bitte stellt Fragen. Es sind viele online zugeschaltet. Hoffentlich funktioniert die Technik. Ja, danke nochmals an Petrus und an Anja für das technische Support und auch an die Kommunikationsabteilung. Ja, dann lade ich von Franziska Klein von HAF. Vielen Dank fürs Kommen. Dann öffnest du die Präsentation und du machst wieder die Präsentation. Passt. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir da sind. Wir werden Ihnen heute ein bisschen was erzählen über das Max-Kade-Klinik-Workshop-Programm. Ich bin Anne-Maria Nitsch und meine Kollegin Franziska Klein. Wir koordinieren das gemeinsam. Und zwar machen wir das schon. Das Max-Kade-Programm gibt es schon sehr lange, seit über 28 Jahren gibt es da diese Zusammenarbeit zwischen Österreich und den USA, wo wir halt auch einen Studierendenaustausch machen. Und zwar haben wir da in den USA die Partnerorganisationen George Washington University, Weill Cornell Medicine in New York und University of Pennsylvania in Philadelphia. Das sind eben die 3 Partneruniversitäten, die wir haben. Und wir vermitteln eben Studienplätze für einen Monat, manchmal auch 2 Monate, das können wir aber nicht versprechen, in den USA. Ja, und zwar sind da 2 Dinge, die wir anbieten. Zum einen das Max-Kade Clinical Clerkship umfasst ein Stipendium von $2,000, die wir ausbezahlen an eine Hälfte am Anfang, nachdem wir die Reisekosten beglichen hat, und eine Hälfte, sobald das Fellowship abgeschlossen ist.
Und was eben noch inkludiert ist, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wir nominieren Sie an einer unserer Partneruniversitäten und damit entfallen für Sie die Studiengebühren dort. Also man kann sich an vielen Universitäten wie bei der Weill Cornell das auch selber organisieren, aber da muss man eben Studiengebühren dann dort bezahlen. Genau. Und was wir auch noch machen, wir haben nämlich, das Programm gibt es auch in die andere Richtung, also wir haben auch amerikanische Studierende, die an die MedUni Wien kommen. Und wir versuchen dann auch die Studierenden, die ausgewählt worden sind, in die USA zu gehen, dass die sich auch mit den Studierenden aus den USA bei uns mal treffen, wenn die da sind. Es sind immer Februar, März, April da. Und das ist immer ganz nett, dann so ein bisschen einen Eindruck schon zu bekommen, genau, wie es in den USA ist und vielleicht schon jemanden kennenzulernen, den man dann dort auch treffen kann. Genau. Was wir nicht selber finanzieren, ist eben das Stipendium soll eben abdecken, Travel and Accommodation. Also wir buchen und zahlen keine Flüge und Unterkunft, aber sie werden von uns unterstützt. Sie bekommen auch von den Host Universities in den USA dann auch Informationen, vor allem Accommodation, weil es ist immer spannend, dass man da im Ausland was findet. Genau, aber da kommt eben Unterstützung auch von den Universitäten vor Ort und auch von unseren Alumni, also von den Studierenden, die schon so einen Aufenthalt abgeschlossen haben. Genau. Was wir auch nicht abdecken, ist eine Versicherung. Zum Beispiel an der Weill Cornell ist eine Malpractice Insurance notwendig. Da übernehmen wir auch nicht selber die Kosten, aber es wird mit dem Stipendium, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Genau. So, und zwar zu den Bewerbungsmodalitäten. Es ist so, dass für die Clerkships in den USA, was die Herausforderung ist, es sind auch Core-Clerkships notwendig in einigen Fachbereichen. Und zwar ist das jetzt Surgery, Internal Medicine, OBGYN, Pediatrics und Psychiatry, das ist ein bisschen ein Richtwert, das ändert sich, ist von jeder Uni ein bisschen unterschiedlich und es ist auch die Anzahl der Wochen unterschiedlich. Genau. Und es ist aber vor allem wichtig, dass eben in dem Fach, das Sie dort machen wollen, dass Sie dort schon mehr Wochen absolviert haben. Genau. Und deswegen ist es für die meisten erst möglich, im sechsten Jahr zu gehen. Genau. Wenn Sie vorher schon viel praktische Erfahrung gesammelt haben, dann ist es schon vorher möglich. Also wir haben jetzt auch in diesem Jahr jemanden, der erst im fünften Jahr ist und trotzdem es sich mit den Wochen ausgeht und er übergehen kann. Genau. Genau, und Sie müssen eben auf jeden Fall noch inskribiert sein. Also nach dem Studienabschluss kann man das nicht in Anspruch nehmen, weil da sind Sie, eben sobald Sie kein Student oder kein Studentin mehr sind, geht das natürlich nicht mehr. Genau. Und Proof of English ist auch was wir abfragen bei der Application, weil es ist, das hat sich auch erst im letzten Jahr geändert. Es verlangen jetzt mittlerweile zwei von unseren Partnerunis einen TOEFL-Test mit mindestens 100 Punkten. Oder was auch für alle in Ordnung ist, ist, wenn man so einen USMLE Step 2 hat. Das ist eben. Genau, in den USA kann man eben zwei Prüfungen machen, damit man Resident dort sein kann. Und da ist eben das Step 1, Step 2. Genau. Also falls das der Fall sein soll, dann fehlt eben der TOEFL-Test. Genau. Genau. Die Folie zeigt so ein bisschen, wie es ablaufen würde und wie die Bewerbung funktioniert. Als ersten Schritt bewirbt man sich bei uns, also bei der Mascade American Austrian Foundation. Und dafür haben wir jetzt schon mal die neuen Deadlines fürs nächste Jahr aufgeschrieben. Wenn man im Wintersemester 25, 26, also das ist dann August bis Dezember 2025, in die USA möchte, dann ist die Deadline der 17. Februar 2025 für die Bewerbung bei uns. Wenn man im Sommersemester gehen möchte, das wäre dann März bis Ende Sommer, ja, ist die Deadline der 18. August. Also dann ist noch ein bisschen mehr Zeit. Online findet man auch schon das Bewerbungsformular, wo dann auch dabei steht, welche Dokumente man noch mitschicken muss. Es gibt einmal eben das Formular, dann ein Transcript of Records, ein Empfehlungsschreiben, ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf und es gibt die Application Fee. Genau, nach Ablauf der Deadline wird dann die American Austrian Foundation die Max-Kade Studierenden auswählen und dann kommt man zu Step 2. Wenn man ausgewählt wurde, wird man durch die Foundation nominiert bei den Partnerunis.
Man muss sich dann aber trotzdem noch bei den Unis auch bewerben, damit die eben auch alle Dokumente vorliegen haben und dann dort das passende Clerkship matchen können. Das passiert dann alles in Step 2. Die USA ist da sehr bürokratisch unterwegs, also es ist eigentlich viele der gleichen Bewerbungsunterlagen nochmal und es dauert relativ lange, bis man dann wirklich dort die finale Zusage hat. Wir sagen immer, am besten ist, wenn man möglichst flexibel ist, mit welches Clerkship man gerne machen möchte, welches Fachgebiet und genau die Ruhe bewahren kann, wenn man vielleicht noch nicht 4 Monate vorher schon weiß, was das ist. Genau, aber bitte nicht abschrecken lassen von der Bürokratie und wir versuchen auch bestmöglich zu unterstützen. Genau. Und deswegen ist auch vielleicht unser Application Process schaut vielleicht ein bisschen nach vielen Dokumenten aus, aber wir versuchen halt, sie möglichst schon darauf vorzubereiten, was sie dann alles schicken müssen. Also vieles kann dann, was sie an uns schicken, dann auch schon weitergeleitet werden an die Uni in den USA. Genau. Auf der nächsten Folie sieht man nur noch mal kurz, wie die Application Form bei uns ungefähr ausschauen wird. Genau, beziehungsweise schon ausschaut, sie ist schon auf der Website. Genau. Und das sind nochmal unsere Partner, Universitäten in den USA. Genau. Und wie gesagt, wir verlangen dann am Ende einen Final Report. Das ist für uns auch immer ganz interessant, weil wir bekommen dann auch Rückmeldungen, nicht nur Rückmeldungen von den ehemaligen Studierenden, sondern auch Tipps für die Nächsten, die gehen wollen. Eben vor allem bei der Accommodation ist es immer so ein bisschen eine Herausforderung, was Gutes zu finden. Und auch man wird noch so ein bisschen unterstützt wieder, weil wir wissen, dass der Bewerbungsprozess oft ein bisschen mit der Bürokratie, aber es zahlt sich am Ende wirklich aus. Also es haben bis jetzt alle gesagt, dass sie eine tolle Erfahrung hatten. Genau. Und sie laufen dann eben in den USA wirklich wie alle anderen Medizinstudierenden dort mit. Und ich glaube, das ist wirklich eine einmalige Erfahrung. Genau. Genau, dann schluss habe ich noch unsere Kontaktdaten. Sie können jederzeit bitte auch gerne jetzt schon Fragen stellen oder sagen, ob es irgendwas gibt, was Sie noch mehr interessieren würde, was wir noch sagen sollen oder was Sie das Gefühl, was Sie vergessen haben. Q&A steht auch nichts. Okay, dann. Ja, also wir vergeben 10 Stipendien pro Jahr an Studierende aus Österreich. Und im letzten Jahr hatten wir 7 Bewerber. Genau. Noch jemand? Die Bewerbungen sind komplex, da ist viel vorzubereiten. Sie werden das auch sehen, wenn Sie das gleich nochmal präsentieren, bei Max Kate genauso. Aber Sie haben hier wirklich ein tolles Stipendium. Also einfach von der Summe, wir wissen, dass viele Studierende immer wieder in die USA wollen und letztlich ist es immer ein Finanzthema. Mit Erasmus könnten wir das theoretisch, haben aber leider nicht ausreichend Mittel, das zu machen. Aber insgesamt nie, Sie haben einen MedAC geschrieben, Sie sind im dritten oder vierten Studienjahr. Manche von Ihnen wollen in die Wissenschaft. Sehen Sie es als eine Übung, sich hier zu bewerben und vorausschauend zu denken? Es wird auch nicht weniger komplex, also einfach Augen zu und durch. Ich weiß nicht, wer weitermacht von euch. Also grundsätzlich, haben Sie vielleicht noch Fragen? Ja? Es gibt Fragen online? Ein bisschen lauter. Genau, also Sie bewerben sich eben bei uns und geben Präferenzen an. Also wir haben eben die drei Partneruniversitäten und Sie geben eben bei uns schon Präferenzen an und auch welches Fach Sie gerne machen würden. Und dann schauen wir uns eben an, wie viele Bewerber haben wir und wie gut passt wer zu welcher Uni. Und genau, dann würden wir dann eben eine Bestätigung schreiben und dann sagen, wir hätten jetzt zum Beispiel die University of Pennsylvania für Sie ausgewählt. Und wenn das was ist, muss ich sagen, hier möchte ich überhaupt gar nicht hin. Genau, dann genau. So. Genau, und es ist aber auch möglich, bei den Präferenzen als eine Präferenz die George Washington University zu haben und als zweite Präferenz eine andere Uni. Und dieses Jahr war es auch so, dass alle ihre erste Präferenz bekommen haben. Aber das kann man natürlich
nicht vorhersagen. Da ist noch eine Frage. Genau, also da zählt alles zu, also Formulaturen und also quasi alles, was Sie an Erfahrung am Patienten gesammelt haben, direkt. Genau. Genau. Vielleicht ganz kurz nur die Frage wiederholen für diejenigen, die sich das online anhören, weil ich glaube, sie hören die Frage nicht. Also die Frage war noch einmal. Ob Sie den Antworten folgen durch Schicks, nur Formulaturen zählen müssen, die brauchen ja mit Zahlen. Ja. Genau. Und wir haben 12.000 Mitarbeiter, die Auswertung jeder Felder für die Internet. Was wir vielleicht hinzufügen würden, ist es die praktischen Zeiten, die Praktika, die Teil der Tertiale des fünften Jahres sind, nicht mit 5 Wochen gezählt werden können, sondern eben anteilsmäßig im Verhältnis zu den ECTS, die zum Praktikum in den Tertialen dazugehören. Also bei Gynäkologie waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 3 Wochen anerkannt. Dort sind die meisten ECTS, bei den anderen Fächern weniger, zum Beispiel Augenheilkunde 1 Woche. Genau, aber das ist auch was, wo Sie sich nicht abschrecken lassen dürfen, weil das ist an den Unis, die haben, also das ist eben bei jeder Uni ein bisschen unterschiedlich und das Wichtige ist zum Beispiel an der Cornell, die sind da, glaube ich, am strengsten und dort ist es aber wichtig, dass Sie vor allem in dem Fach, wo Sie die Formulatur in den USA machen wollen, dass Sie dort die 8 Wochen gemacht haben. Genau. Also gut ist es, wenn Sie breit aufgestellt sind, also wenn Sie zum Beispiel nur Surgery gemacht haben, dann ist es schwierig. Aber wenn Sie breiter aufgestellt sind, dann ist es nicht so ein großes Thema, ob es jetzt 5 Wochen sind oder 8. Da muss man es belegen, dass man es hat. Genau, und zwar ist es so, wenn Sie sich bei uns bewerben, alles reinschreiben, was Sie schon gemacht haben und was Sie geplant haben zu machen. Und das Wichtige ist, dass Sie das dann abgeschlossen haben. Es gibt 2 Unis, bei denen ist es wichtig, dass es zur Application Deadline dort abgeschlossen ist. Das sind aber die Unis, die eine Application Deadline haben, die kurz vor Antritt ist. Und die eine Application Deadline hat, die Cornell, die ein bisschen, also das sind 6 Monate zwischen der Application Deadline dort und dem Beginn der Formulatur. Da ist es notwendig, dass Sie es abgeschlossen haben, wenn Sie dort starten. Genau. Genau. Also sie eben bei uns ist es so eine, sie bewerben sich eben zuerst bei uns und haben dann Prioritäten. Und wenn sie sich dann direkt dort an der Uni bewerben, da gibt es eben an der UPenn und an der George Washington University, gibt's Slots, für die sie sich fix bewerben können. Also das heißt, sie wissen dann schon, welche Slots dort zur Verfügung stehen und sie bewerben sich dann dort für fixe Slots. Genau. Nochmal für die Online, die Frage war, ob man sich den Zeitraum dann trotzdem aussuchen kann, weil ich vorhin gesagt habe, dass man flexibel sein muss. Ja, man bewirbt sich schon für Spots. Genau. Genau. Und online hatte ich gesehen, das hatte jemand gefragt wegen dem USMLE Step 2. Das ist nicht Pflicht, also TOEFL reicht auch. Man braucht nur einen Nachweis. Also die Frage ist wegen Letter of Recommendation und für uns, also es sollte halt von einem Mediziner sein, genau. Also von der MedUni Wien oder von einem Krankenhaus, wo Sie vielleicht eine Formulatur gemacht haben. Genau, ist für uns auch in Ordnung. Oder ist das Anführungszeichen,
Genau, es gehört ein bisschen Glück dazu, wenn man, also die Frage war, wie das ist mit den 4 Wochen, ob das und wann möglich ist, ein achtwöchiger Elective zu machen in den USA. Und zwar ist es so, dass wir haben 2 Unis, eine Uni, die es ausschließt, die GW, glaube ich, ist es, die nur 4 Wochen nehmen. Und an der Cornell und an der UPenn ist auch nach Verfügbarkeit. Also sie bewerben sich dann für Slots. Und wenn es klappt und 2 hintereinander da sind, dann genau, dann funktioniert es. Genau. Ja. Das sollte dann, also wie gesagt, es ist je nach Uni ein bisschen unterschiedlich. Aber es sollte dann eben, wenn Sie Internal Medicine machen, sollten Sie in Internal Medicine, zum Beispiel jetzt an der Cornell, sollten Sie die 8 Wochen haben. Genau, online ist noch eine Frage, aber also kann man Formulaturen dazu zählen, damit man auf die 8 Wochen kommt? Ja, die Formulaturen kann man dazu zählen. Genau, also das würde zusammenziehen. Bei Psychiatrie wissen wir, dass das schwierig ist und dass sie nach unserer Partnerin ist. Also Psychiatrie wird nicht dazu gezählt zu den Voraussetzungen, es sei denn, sie wollen Psychiatrie machen. Also, genau. Genau, würde dazu zählen. Gut, gibt es vielleicht noch Fragen? Lass uns doch jederzeit gerne an uns wenden. Genau, wir freuen uns, wenn Fragen kommen und wenn wir weiterhelfen können. Genau. Genau. Auch wenn Sie einfach Fragen haben zur Bewerbung oder ob Sie sich bewerben können, am besten auch einfach nachfragen, weil dann können wir spezifisch den Fall uns anschauen. Keine Frage haben wir. Ja, können wir denken? Ups. Die Informationen finden Sie auch auf der Webseite des International Office, auf der Studierenden-Webseite unter internationale Mobilität, KPJ im Ausland oder weitere Programme. So, dann. Vielen Dank. Spannend. Also wir haben heuer, glaube ich, 4 Kandidatinnen, die den ersten Schritt erfolgreich abgeschlossen haben und jetzt bei der Bewerbung an den Unis in den USA. Sie sind gerade dabei, das zu erledigen und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir versuchen jetzt, und es wird spannend, unseren Studierenden Friedrich Heimberger aus Vietnam live dazuzuschalten. Friedrich, kannst du bitte in dem Fall deine Kamera einschalten und das Mikrofon entmuten? Es müsste so eingestellt sein, dass es theoretisch funktionieren sollte. Ja, können Sie mich hören? Ja, ja, super. Okay, ich bin perfekt. Nicht überrascht. Yay! Yeah. So, warte, wir machen ja, Spotlight. Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. In Vietnam ist es, glaube ich, nach 10 Uhr abends. Ich stelle Sie nur ganz kurz vor. Ja, es ist halb 11. Ja, halb 11. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben einige Programme letztes Jahr absolviert. Sie waren mit Erasmus in Berlin, mit Remover unterwegs, aber ich lasse Sie selber erzählen, was Sie gemacht und was Sie erlebt haben. Okay, ja, vielen Dank.
Also nochmal, mein Name ist Friedrich, ich bin Student aus dem 6. Jahr und ich wurde eben gebeten, ein bisschen was über mein 5. Studienjahr zu erzählen, das ich eben fast ausschließlich im Ausland verbracht habe und dabei eben auch einige Austauschprogramme gemacht habe. Also gleich vorweg für alle, die noch so ein bisschen überlegen sind, ob sie ins Ausland gehen wollen oder nicht. Ich kann das eigentlich jedem uneingeschränkt empfehlen. Mir hat das unfassbar viel gebracht. Also sowohl medizinisch habe ich wirklich viel gelernt, durch den Kontakt mit fremden Gesundheitssystemen, Krankheiten und eben auch den Ärzten. Und auch persönlich fand ich das wirklich lehrreich, allein schon dadurch, dass man ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt, und insgesamt eine wirklich tolle Erfahrung. Gut, dann würde ich auch schon was erzählen zum Wintersemester letztes Jahr. Das habe ich eben in Berlin verbracht. Genau, ich habe mich für Deutschland entschieden, weil ich einerseits nicht wirklich Zeit hatte, eine Fremdsprache zu lernen und trotzdem unbedingt ins Ausland wollte. Und genau, ich bereue es auch überhaupt nicht. Das Erasmus-Semester in Berlin war wirklich großartig. Also die Stadt ist toll und die Universität auch. Zum Ablauf dort, also das Curriculum ist praktisch das gleiche wie bei uns im 4. Jahr. Dementsprechend hat man einiges von dem, was man dort lernt, schon einmal gehört, was es natürlich auch recht entspannt für uns Studenten aus Wien gemacht hat. Genau. Zum Bewerbungsprozess und so weiter und so fort will ich eigentlich bei Erasmus gar nicht zu viel erzählen. Das ist eigentlich alles ziemlich straightforward und läuft eben über das Mobility Online im MAD Campus. In Berlin habe ich in einem Studentenwohnheim gewohnt. Da will ich noch dazu sagen, dass es Sinn macht, sich dafür zu bewerben. Das ist eine Lotterie, also die Charité hat ein gewisses Kontingent an Erasmus-Studenten Plätzen in den Studentenwohnheimen und da kann man sich viel Geld sparen, weil Berlin doch recht teuer ist. Aber so grundsätzlich Erasmus unbedingt machen und Berlin ist auch eine großartige Stadt dafür, wenn man jetzt nicht unbedingt die Zeit hat, eine Sprache zu perfektionieren oder zu lernen. Und ich habe dort auch medizinisch sehr viel gelernt. Genau, also aus dem Wintersemester ging es dann direkt ins Sommersemester nach Hamburg. Also ich habe alle drei Formulaturen in Hamburg gemacht. Also Freemover ist praktisch eigentlich Formulaturen anstatt von in Wien studieren, also so ganz grob erklärt. Ich habe mir Formulaturen ausgemacht in Gynäkologie, Pädiatrie und Notfallmedizin und habe die dann alle drei im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf absolviert. Man muss die aber nicht alle an einem Ort machen. Man kann die eigentlich machen, wo immer man will. Also zum Beispiel eine Freundin von mir hat eine Formulatur in Berlin gemacht, eine auf Guadeloupe und eine auf Mauritius, also das kann man machen, wie man möchte grundsätzlich. Ich habe mich halt dafür entschieden, alle in Hamburg zu machen, einfach weil es auch ein bisschen weniger stressig ist und der organisatorische Aufwand dann doch erheblich weniger, als wenn man da überall in verschiedenen Ländern machen will. Genau, also zur Organisation generell, es sind ganz normale Formulaturen, die man sich da ausmacht, man schreibt die Stationen an. Und wenn man die Zusage hat, dann meldet man das der MOW über den MAD Campus wieder, über dieses Mobility Online, über das ihr sicher noch hören werdet oder schon gehört habt. Und ist grundsätzlich recht einfach. Die Formulaturen waren alle drei wirklich gut. Ich habe ganz kurz mit einer Ergänzung. Also es sind eigentlich klinische Praktika. Wir nennen sie ungern Formulaturen im 5. Jahr, weil die Anforderungen an Formulaturen im Medizinstudium andere sind. Auch im 5. Jahr müssen Studierende im Rahmen dieser klinischen Praktika, die viele Studierende Formulaturen nennen, die Lernziele des Logbuchs im 5. Studienjahr erfüllt sein. Also es mag sein, dass man in Deutschland um eine Formulatur anfragt, dennoch müssen eigentlich die Krankenhäuser ihnen Formulare unterschreiben, in denen es steht, dass die Lernbuchziele erfüllbar sind. Also nur Formulaturen sind es nicht. Danke. Ja, genau. Also man muss eben zusätzlich dieses Dokument unterschrieben haben, dass das Krankenhaus bestätigt, dass man das auch lernt, was die MOW will, dass man dort lernt. Und man muss dann währenddessen dort ein Logbuch führen. Genau, aber so grundsätzlich, das ist der Ablauf von diesem klinischen Praktika, die ich eben als Formulaturen bezeichnet habe. Tut mir leid deswegen. Aber ja, das ist grundsätzlich der Ablauf von Freemover. Wichtig ist da, also
Bei Erasmus bekommt man ja bekanntlich eine Förderung für das Ganze. Das ist bei Freemover eben nicht so. Also man muss sich das selbst finanzieren, was das Ganze natürlich finanziell ein bisschen anstrengender macht. Ich wollte da auch unbedingt noch einmal darauf hinweisen, dass es für Studenten, die Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, ein Stipendium für also ein Auslandsstipendium gibt für Aufenthalte, die länger als 3 Monate sind. Und das war bei mir eben zum Beispiel, ist bei mir schlagend geworden in Hamburg. Also unbedingt da bemühen, falls das auf einen zutreffen könnte. Das macht das Ganze auf jeden Fall einfacher. Aber genau, also das ist das zu Hamburg gewesen. Und danach bin ich nach Österreich zurück und von dort ging es dann für mich weiter im diesen August nach Hongkong. Also diese Austauschprogramme mit den asiatischen Universitäten, das lief bei mir so ab, dass ich im November letzten Jahres eine Mail bekommen habe vom International Office, in dem diese Programme beworben wurden. Und es gibt hier 2, also das ist erstens einmal das Eurasia Pacific UniNet, das ein Austauschprogramm mit chinesischen Universitäten ist, also Peking, Shanghai und eben Hongkong. Und andererseits noch das Asia-Austauschprogramm und das ist mit südostasiatischen Universitäten. Also meines Wissens nach waren das Yogyakarta in Indonesien, Ho Chi Minh Stadt und eben Bangkok. Und für das erste Programm, also das mit den chinesischen Universitäten, habe ich mich für Hongkong entschieden. Der Ablauf ist aber für beide der gleiche. Also es sind 4-wöchige Formulaturen, die man eben absolvieren darf an den Partneruniversitäten. Und wenn man dazu einen Erfahrungsbericht schreibt und abgibt, dann bekommt man eben ein Stipendium in Höhe von 750 Euro. Und ich habe eben mir gedacht, warum nicht beides machen, habe mich für beide beworben und bin auch für beide dann genommen worden. Genau, also zu Hongkong ganz kurz. Hongkong ist eine super coole Stadt. Ich kann auch jedem empfehlen, dort eine Formulatur zu machen. Es ist sehr einfach, weil Englisch Amtssprache ist. Trotzdem tickt die Stadt dann doch sehr anders als die europäischen Städte. Die Formulatur habe ich hier auf der Neurochirurgie und auf der plastischen Chirurgie gemacht, jeweils für 2 Wochen. Also man kann das auch splitten, wenn man will. Die waren auch sehr interessant. Also ich habe einiges gelernt in den FAMUs. Man muss aber sagen, dass ich im OP jetzt nicht unbedingt sehr viel machen durfte. Das Lehrsystem ist in Hongkong ein bisschen anders als bei uns. Also die Medizinstudenten dürfen hauptsächlich zuschauen. Mir ist dafür sehr viel erklärt worden und die Ärzte haben sich auch sehr um mich bemüht. Also insgesamt habe ich einiges mitnehmen können. Was ich bei Hongkong noch dazu sagen muss, ist, dass es sehr teuer ist. Also es ist jetzt nicht so teuer wie die Schweiz zum Beispiel, aber auf jeden Fall teurer als Österreich. Genau, das sollte man vielleicht berücksichtigen. Gewohnt habe ich dort im Studentenwohnheim von der Uni, gemeinsam mit einem Studenten aus Wien, einem weiteren, und einem anderen Medizinstudenten aus Innsbruck haben wir uns ein Zimmer geteilt. Es hat auch recht gut funktioniert. Aber genau, man muss halt für einen vernünftigen Preis in Hongkong ein bisschen auf Komfort verzichten, weil es sonst sehr teuer wird. Aber es war trotzdem eine sehr tolle Erfahrung und ich habe viel gelernt. Und genau, also letzten Monat im September habe ich dann auch noch in Bangkok eine Formulatur gemacht. Also ich bin von Hongkong direkt nach Bangkok geflogen und habe dort eine Formulatur auf der Gefäßchirurgie absolviert für 4 Wochen. Die hat mir richtig gut gefallen. Das war wahrscheinlich die beste Formulatur, die ich im Laufe des Studiums hatte. Die Ärzte haben sich enorm um mich bemüht, also ob es jetzt darum ging, im OP irgendwas zu machen, oder Ausflüge mitgenommen, gemeinsam essen und trinken gegangen. Also es war wirklich großartig, wie sich die um mich bemüht haben und ins Team integriert haben. Das ist in Thailand wirklich ein großer Teil, auch die anderen Studenten haben davon berichtet, dass das so einzigartig ist. Ich kann das jedem wirklich nur ins Herz legen. Und genau, zur Formulatur selbst, genau, sehr viel gelernt. Und Thailand hat auch sehr viel zu bieten, Bangkok als Stadt auch. Kann ich jedem nur ans Herz legen, das zu machen. Zur Wohnsituation, also dort habe ich mir in Bangkok habe ich mir mit den 2 anderen Österreichern, einer Österreicherin, einer Medizinstudentin aus Linz und einem Medizinstudenten aus Graz, haben wir uns in Airbnb geteilt, weil das Studentenwohnheim gesperrt war für Internationals aus wegen Renovierung und das hat auch recht gut funktioniert, haben nicht viel Geld gezahlt und genau, einfach übers International Office Kontakt aufnehmen und
dann kann man das vielleicht auch versuchen. Genau, das war es grundsätzlich. Als kurzer Erfahrungsbericht zu meinen Formulaturen, das ist sehr kurz gewesen, aber ich kann jetzt nicht alle Eindrücke in diese 10 Minuten da packen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, also wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Auch noch ein Kommentar. Noch ein Kommentar von meiner Seite. ASEA und EPU, das sind tatsächlich echte Formulatoren. Also Formulatoren, die man sich als Formulatoren anrechnen lässt. Da haben Sie vollkommen recht. Es war auch für mich sehr spannend. Haben Sie vielleicht Fragen an Friedrich Heimberger? Wie bitte? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Denn ich habe das Publikum gefragt, ob jemand Fragen an Sie hat. Ja, es gibt eine Frage. Die Frage war, wann man sich bewerben muss. Für welches Programm genau? Also die Fristen waren meines Wissens nach recht ähnlich. Also ich habe im November die Mail bekommen und ich glaube, Ende November oder im Dezember ist dann auch die Bewerbungsfrist abgelaufen für die MOW. Also man bewirbt sich zuerst über die MOW für diese beiden Programme. Und danach bekommt man Mitte Dezember, glaube ich, mitgeteilt, ob man für das Programm genommen wird. Und danach wird das Ganze an die Partneruniversität weitergeleitet. In Bangkok zum Beispiel jetzt oder in Hongkong. Und die müssen einen dann wiederum akzeptieren. Also dieser Bewerbungsprozess ist ziemlich komplex. Es gibt einige Fristen. Es ist auch organisatorisch ein ordentlicher Aufwand gewesen. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass die Bewerbungsfrist für die MOW im November oder im Dezember ist. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das steht sicher irgendwo auf der Website, beziehungsweise in meinem Erfahrungsbericht. Ich kann es jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. Wir werden noch drüber reden. Also im Vortrag von Anja und von mir werden Sie noch über diese Fristen informiert. Genau, bis Ende November, beziehungsweise bis zum 1. Dezember kann man sich weiter bewerben. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja? Ja. Die Frage war, ob Sie in Vietnam, also Sie sind jetzt in Vietnam, oder? Nein, also ich bin tatsächlich noch in Thailand. In Thailand, okay. Aber Sie sind einfach privat unterwegs, richtig? Ja, genau. Also ich habe mir das so gedacht, dass ich die beiden Formulaturen mache und danach noch ein bisschen in Südostasien bleibe, weil, ja, also schlicht der Flug doch recht teuer ist und ich habe das KPJ ein bisschen verzögert, also meinen Einstieg ins KPJ nach dem 5. Jahr habe ich verzögert und dementsprechend habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, die ich eben hier in Südostasien verbringe. Von mir eine Frage aus Interesse, lassen Sie sich die Formulaturen in China und in Thailand anrechnen als Pflichtformulaturen? Nein, oder? Nein, also ich habe schon alle meine Pflichtformulaturen absolviert. Ich habe das freiwillig gemacht. Also das waren freiwillige Formulaturen. Genau. Ja, ist klar. Die Anerkennung der Formulaturen läuft über die Studienabteilung. Also falls Sie am Programm teilnehmen werden und sich diese Formulaturen als Pflichtformulaturen anrechnen lassen wollen, dann müssen Sie die Anerkennungsrichtlinien für Formulaturen beachten und die Anerkennung in der Studienabteilung beantragen. Gut, Herr Heimberger, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Es war spannend und ich denke, Sie haben gut transportieren können, dass Sie sehr viel mitgenommen haben von diesem 5. Jahr. Noch eine gute Zeit in Südostasien und ja, kommen Sie gut wieder nach Wien. Vielen Dank, einen schönen Abend noch. Danke, danke. Das ist von Q&A, was wir aktuell zum Beispiel haben.
Okay, ich wurde gefragt, ob ich ein paar Fragen beantworten kann. Von den vielleicht kann man, also es ist ein bisschen schwierig, vielleicht lassen wir die Fragen für die Fragenrunde. Für die Fragenrunde gibt es, also, oder ich versuche es vielleicht. Eine Frage im Chat war, kann man Formulaturen dazu zählen? Gut, nein, das ist, glaube ich, schon beantwortet worden. Das ist vom Vortrag von AF. Wann ist das eine Formulatur und wann ein klinisches Praktikum? Das ist eine gute Frage. Human, bist du da? Das lassen wir für später. Wir haben keine Zeit dafür. Ich bin da, ja. Ja. Könntest du vielleicht kurz was dazu sagen? Ich also jetzt, die Frage war, wann ist, was ist eine, was ist der Unterschied zwischen Formulatur und klinisches Praktikum? Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu beantworten, aber grundsätzlich geht es um die Lernziele im Rahmen eines Praktikums und bei einer Formulatur. Eine Formulatur ist wenig hands-on. Und die Ziele einer Formulatur, die Lernziele sind deutlich niedriger als bei einem klinischen Praktikum im fünften Studienjahr. Genau. Also im Prinzip bei einer Formulatur gibt es de jure, also rein rechtlich gesehen, keine Lernziele, sondern Sie verbringen eine praktische Zeit auf einer Abteilung. Wenn Sie Glück haben, nehmen Sie sehr viel mit oder können viel tun. Es kann aber auch darin enden, dass Sie 4 Wochen Blutbeutel drehen und sonst wenig Erfahrung mitnehmen können. Die aufnehmende Einrichtung ist auch nicht verpflichtet, Ihnen Lerninhalte zu vermitteln. Deswegen nennen wir eigentlich diese klinischen Praktika, Sie bewerben sich als im Zuge einer Formulatur, aber es ist eine strukturierte Formulatur. Insofern strukturiert, als Sie das klinische Logbuch unseres 5. Jahres erfüllen müssen. Die Inhalte müssen gewährleistet sein und die müssen Ihnen auch schriftlich bestätigt werden. Also ich würde das so ein bisschen sprachlich lax formulieren als strukturierte Formulatur im Gegensatz zu einer freien Formulatur. Alles klar, vielen Dank. Die weiteren Fragen werden wir für die Fragerunde aufheben. Wir laden dann Diana Dukova von Masaryk Universität Brünn. Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, um uns etwas über deine Uni zu erzählen. Nein, einfach hier oder? Genau, einfach hier. Okay, hallo zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Adriana Turková, ich bin Medizinstudentin aus Tschechien und ich mache jetzt derzeit meinen Erasmus-Aufenthalt an der MedUni Wien, was für mich ein großer Traum war. Also bin ich sehr froh, dass ich da bin. Und heute habe ich die große Ehre, Ihnen auch einige Einblicke über meine Heimatuni zu geben. So sieht die aus. Masaryk University und die Faculty of Medicine befindet sich in Brünn oder Brno. Hat jemand von euch schon von Brno gehört? Ja. Ja, super. Das freut mich. Also es ist ganz nicht weit von Wien eigentlich, sogar 2 Stunden mit dem Auto und noch schneller mit dem Zug, 1,5 Stunden. Das heißt, man kann eine neue Kultur erleben und trotzdem nach Heimatland bleiben. Und glauben Sie mir, mit dem Umzug und so, das ist wirklich nett. Sonst ist Brno eine ganz schöne historische Stadt, aber auch ganz modern. Darüber spreche ich noch weiter. Und ja, solche Farben und den Wappen, das habe ich auch in Österreich mal gesehen, sowas. Also fangen wir an mit einem Rätsel. Was haben die Erbsenpflanzen, Genetik, Brno zusammen?
Wir suchen eine Person. Genau, super. Genau, die Antwort ist Johann Gregor Mendel. Und der ist auch als Vater der Genetik bekannt und hat seine Erbsenpflanzenexperimente in Brünn durchgeführt. Also ja, sehr, sehr gut. jetzt zu die Universität selbst. So sieht die jetzt nochmal aus. Die rote Gebäude, das ist der Haupteingang. Ist jetzt ganz neu gebaut in den letzten Jahren und ja, wirklich, wirklich sehr modern. Und ganz in der Nähe befindet sich einer der Teaching-Krankenhauses, Bohunice. Ja, gibt es vielleicht, sieht man das? Ja, einfach daneben gibt es ein Krankenhaus, ja. Ja, schon? Ja, funktioniert. Ja, super. Also hier ist die Universität. Dann gibt es verschiedene Abteilungen an beiden Seiten. Und hier gibt es eine der Krankenhauses. Dann Simulationszentrum, was wirklich Besonderes. Darüber spreche ich auch ein bisschen. So sieht die Hauptbibliothek aus und eine der Hörsäle. Jetzt noch von oben, also hier befindet sich der Haupteingang und dann zwei Korridore und verschiedene Abteilungen wie Physiologie, Biochemie und so weiter. Hier der Hauptbibliothek. Hier kommt dann weiter zu dem Simulationszentrum. Und was auch sehr günstig ist, hier über die Brücke gibt es Sportzentrum und eine sehr große und berühmte Forschungszentrum, das heißt CyTech. Und hier über diese Brücke gibt es ein Einkaufszentrum. Das heißt, wenn man nach den Vorlesungen ein bisschen Hunger hat, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um sich zu kaufen und sogar eine Sauna. Wenn man wirklich im Stress ist, dann ja, ein Vorteil sicher. Ja, wieder die Vorlesungen, das ist der CyTech und nochmal die Bibliothek. Also seht ihr, sieht ganz modern aus. Das ist der neu gebaute Campus. Es gibt natürlich auch historische Gebäude, aber die befinden sich eher in der Stadtmitte. Und da gibt es nicht so viel Unterricht mehr. Das ist nur so, ja. So sieht die Mensa aus. Ja, die Mensa, aber eigentlich ganz, ganz nett. Und das Einkaufszentrum. Das ist einer der Café über die Brücke, die ich vorher gezeigt habe. Das ist sehr auch schön. Man sieht die Autos darunter fahren. Ja. Die Masaryk-Universität wurde im 19. Jahrhundert 19 gegründet und besteht aus 10 Fakultäten, nämlich die Fakultät der Medizin, aber auch andere. Außer nur Vorlesungen und so gibt es natürlich auch Praktikum oder Formulaturen, ja, beide. Irgendwie, wir unterschieden das nicht so strikt. Vor allem ja die Bohunice, das Krankenhaus in der Nähe von der Universität. Und ja, habt ihr solche Gebäude schon irgendwo gesehen? Weil ich fand das ganz lustig, als ich nach Wien kam und die AKH gesehen habe. Das sieht genauso aus, nur eine Hälfte. Ja, also nur eine, das ist die Hauptgebäude. Es gibt natürlich andere Abteilungen, aber ja. Dann noch St. Anne Hospital. Das ist dieser historische, aber auch teilweise super moderne mit einem anderen Forschungszentrum und so. Und ja, was ich noch erwähnen würde, wenn man sich für Pädiatrie interessiert, gibt es bei uns ein Krankenhaus, nur Kinderkrankenhaus. Das heißt von Kinderherzchirurgie bis was auch immer, Innere, da gibt es ganz viele Spezialisten, die sich, ja, sehr, sehr schön. Oder wenn man sich für Onkologie interessiert, muss ich den Masaryk Cancer Institute nennen. Auch, ja, das habe ich ganz viele Formulaturen gemacht. Ja, auch sehr nett. Bei uns funktioniert es so, die ersten 3 Jahre, das ist theoretisch, das heißt verschiedene Fächer wie Anatomie, dann Biologie, Chemie und so.
Und ab vierten Studienjahr geht man ins Krankenhaus und macht diese Praktikums. Das heißt zum Beispiel 2 Wochen Dermatologie. Dann kann man auch während des Semesters die Prüfung machen. Dann 3 Wochen Chirurgie 1 und sowas. Also wenn es wäre das 5. Studienjahr in Brno. Das heißt auch, man könnte sich wählen wie Neurologie, Gynäkologie und solche Fächer. Und was auch noch wichtig ist, es gibt einen Teil der Studenten, wie ich zum Beispiel, die auf Tschechisch studieren. Aber dann gibt es eine internationale Gruppe. Das heißt, Leute aus ganz viel Deutschland, Italien, aber auch Japan, asiatische Länder und so. Und die studieren die ganze 6 Jahre auf Englisch. Das heißt, wenn man nach Brünn kommt, muss man sich keine Sorgen machen, Tschechisch zu lernen, sondern alle die Ärzte und Professoren, die kennen gut auch Englisch, meiste von denen auch Deutsch, weil die es ja unterrichten. Also, und mit den Patienten geht es normalerweise auch auf Englisch. Also ja, es hängt davon ab, ob es eine alte Dame ist oder ein junger Mann, dann ja, gibt es auch kein Problem. Aber das Allerbeste an meiner Uni ist sicher das Simulationszentrum. Das ist eine ganz neue Anlage, jetzt vor ein paar Jahren gebaut, wo man sich alle Kenntnisse, die man im Buch gelernt hat, praktisch umsetzen kann oder was irgendwie praktisch ausüben kann. Und zwar, da wird man schon in dem ersten Jahr eingeteilt, zum Beispiel bei Anatomie-Stable oder Anatomieunterricht generell. Aber dann genau ab dem 4. oder 5. Studienjahr, zum Beispiel bei der, wie sieht man hier die Gynäkologie, es gibt verschiedene High-Fidelity-Mannequins und man trainiert alle diese praktischen Fähigkeiten von Blutentnahme bis zu genau Geburt. Und ja, das ist wirklich cool. Da kommt das Baby wirklich nicht selbst, aber ja raus und sollte das wirklich die richtige Situation simulieren. Also ja, sehr cool. Oder zum Beispiel bei Intensivmedizinunterricht, wenn werden die 3-4 Studenten kommen in einem Raum, da gibt es eine Mannequin, eine Situation und die müssen das irgendwie lösen. Sie können sich den, die EKG-Kurve nachfragen oder den Blutbild, was auch immer. Und der Arzt sitzt oder die Tutoren sitzen in einem anderen Raum, beobachten alles. Es gibt Kameras, Mikrofone und ja, die Studenten müssen das irgendwie lösen und die anderen sitzen in einem anderen Raum. Und dann wird die ganze Situation nochmal besprochen durch den Debriefing. Also ja, ein bisschen Stress, muss ich sagen, aber ja, man lernt schon ganz viel. Und ganz kurz noch was zu Brno generell. Wie gesagt, ist eine historische Stadt, aber gibt es auch viele verschiedene, weiß nicht, Erholungsmöglichkeiten sozusagen, Restaurants, Pubs. Und es wurde sogar als eine der weltbeste Student City ausgewählt. Also ja. Ja, gibt es soweit Fragen vielleicht? Wie Ihr Auslandssemester in Brünn studientechnisch aussehen würde, können Sie einerseits den Erfahrungsbericht von dem Studierenden, der vor einem Jahr in Brünn war, nachlesen in unserem Portal? Aber ich kann Ihnen sagen, das ist so wie in Wien, das ist eine Mischung von Vorlesungen und Praktika. Also Vorlesungsseminar bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Vorlesung und Praktika. Sie haben sowohl Theorie als auch Praxis im Krankenhaus. Ja, und das auf Englisch. Ja, genau. Also es läuft im Krankenhaus, in die Kleingruppe, die Gruppe ist immer da und zum Beispiel am Montag gibt es 2 Stunden Vorlesung und dann 2 Stunden Praktikum. Und die Gruppe wird in noch kleineren Gruppen eingeteilt. Eine geht in die Ambulanz, die zweite in die OP oder sowas. Und dann jeden Tag gibt es eine Vorlesung und dann Praktikum oder den ganzen Tag Praktikum oder 2 oder 3 Tage im Simu.
Also es hängt davon ab, welche Fach man sich E-Mail oder ja, was auch immer, Facebook oder Instagram, bin ich da, wenn ihr Fragen habt. Und na, vielleicht wieder schauen in Brünn nächstes Jahr. Vielen Dank. Die Kamera ist. Ich klicke auch hier. Genau, du klickst ja, genau. Okay. Ja, hi, ich bin Christine aus Dresden, ursprünglich aus Rostock, aber für Studium hat es mich nach Dresden gezogen. Auf der Folie seht ihr zwei Namen. Wir sind nämlich dieses Jahr zwei Studierende aus Dresden an der Uni in Wien, der Julius. Genau, jetzt habt ihr aber nur mit mir das Vergnügen. Und ja, gibt es jemanden hier im Raum, der sich Dresden schon vorstellen könnte? Niemand? Ich frage danach nochmal. genau, also nur zur geografischen Orientierung habe ich euch Dresden dort mal markiert mit dem Herz. Wie bitte? Ja, dazu komme ich. genau, erstmal seht ihr jetzt, wo Dresden ist. Genau, in Dresden leben ungefähr 600.000 Leute. Flächenmäßig ist es die viertgrößte Stadt Deutschlands. Mhm. Darauf gehe ich später auch nochmal ein, in Form von ein paar sehr schönen Bildern. Dresden gehört auch zu den grünsten Städten Europas. War mir auch neu, dass es so viel Prozent tatsächlich an Grünflächen und Wäldern sind. Und wie ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, wurde Dresden 2017, ich weiß schon einige Jahre her, auf Platz 15 der Least Stressful Cities der Welt gewählt. Ich wohne seit 2017 in Dresden und würde jetzt einfach mal behaupten, dass auch jetzt 2024 das Leben in Dresden recht stressfrei ist. Genau, die Dresden wird geteilt durch die Elbe. Einmal in die historische Altstadt und die alternative Neustadt. Die alternative Neustadt, die wir auch gerne Little Berlin nennen. In der historischen Altstadt findet ihr eigentlich alle universitären Gebäude. Und in der Neustadt daneben die ganzen Bars, ganz viele Kreativangebote, coole Parks. Also ihr müsst nur einmal über den Fluss rüber und seid dann in der Freizeit gelandet. Genau, jetzt zu den Herzen. Dresden ist ungefähr 2 Stunden von Berlin entfernt, ungefähr 1,5 Stunden von Leipzig entfernt und 2 Stunden dauert es auch nur bis nach Prag. Das heißt, gerade am Wochenende sind das doch recht lohnenswerte Ausflüge, die mit minimalem Zeitaufwand verbunden sind. Ich habe jetzt ein paar Bilder rausgesucht, die eigentlich schon für sich sprechen, aber ich werde natürlich ein bisschen dazu erzählen. Die Dresdner Skyline, wo ihr schon ein großes Wahrzeichen seht, und zwar die Dresdner Frauenkirche, die wahrscheinlich jedem bekannt ist. Wenn nicht, dann seht ihr sie jetzt. Dann die Semperoper, auch ein sehr schönes Wahrzeichen der Stadt. Da kann man als Studierende auch kostengünstig Tickets bekommen für Abendveranstaltungen, die dann nur noch 10 Euro kosten, anstatt an die 100. Was natürlich sehr attraktiv ist, da den einen oder anderen Abstecher hinzumachen. Dann seht ihr hier die Elbe, auch wieder mit der Dresdner Skyline. Im Sommer ist das quasi der Place to be. Also die Elbwiesen sind wirklich gefüllt mit Leuten, mit Studis, die dort Picknicks machen oder grillen oder irgendwelche Spiele spielen. Dann seht ihr auch hier den Elberadweg.
Ja, ihr könnt entweder Richtung Hamburg fahren und euch da ein schönes Wochenende machen oder ihr fahrt Richtung Budapest und verbringt da ein bisschen Zeit. Könnt auch mit dem Zug in einer Direktverbindung wieder zurück nach Dresden fahren. Ja, Dresden ist wie gesagt flächenmäßig die viertgrößte Stadt Deutschlands. Der Stadtkern ist recht zentriert, also ich würde sagen, in meinem täglichen Leben brauche ich ungefähr 15 Minuten zu allen Orten, die mich interessieren oder wo ich irgendwas zu tun habe. Aber es ist auch wirklich nur ein Katzensprung ins Dresdner Umland. Und da kommt ihr dann zum Beispiel da raus, in den Weinbergen. Könnt ihr auch mit dem Fahrrad hinfahren, euch ein schönes Glas Wein gönnen und wieder zurückfahren. Oder spazieren gehen. Es ist wirklich wunderschön dort. Ihr könnt aber auch in der sächsischen Schweiz rauskommen, dort Wanderausflüge machen, die S-Bahn fährt hin, braucht ihr 40 Minuten. Ihr könnt aber auch beim Schloss Moritzburg rauskommen. Vielleicht kennt ihr den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, nein, wurde dort gedreht. Es ist auch ein kleines Museum drin. Es ist wirklich, wirklich sehr schön dort. Kann man auch super eine Fahrradtour hinmachen, im Park dann picknicken. Es ist wirklich sehr schön. Ich glaube auch, dass man dort im Winter Schlittschuh laufen kann. Dann hat Dresden im Sommer einiges zu bieten. Und zwar zum Beispiel die Filmnächte am Elbufer, wo ich glaube den kompletten August und September über täglich mehrere Filme gespielt werden. Was natürlich traumhaft ist, dann die Frauenkirche, die Semperoper, die Hofkirche, alles Mögliche im Hintergrund leuchten zu sehen, ist wirklich einzigartig. Dann seht ihr hier den Dresdner Palaisommer, wo auch jeden Abend bunt Veranstaltungen stattfinden, viele Tanzveranstaltungen tatsächlich auch und Kunstausstellungen. Ist wirklich ganz cool, dort dann einfach zu sitzen und hier in dem Pavillon in der Mitte Leuten beim Salsa-Tanzen zuzuschauen. Das macht wirklich Spaß. Dann auch hier gehört auch zum Palaisommer verschiedene Veranstaltungen im sogenannten Ostra-Gehege, wo kleine Konzerte stattfinden und alles Mögliche. Dann gibt es auch Fit im Park, wo querbeet verschiedene Sportveranstaltungen angeboten werden. Ja, ich will euch damit nur zeigen, dass in Dresden wirklich viel möglich ist. Wirklich sehr, sehr viele Freizeitangebote, die kostenlos sind. Also natürlich für die Filmnächte am Elbufer müsst ihr euch ein Ticket kaufen. Aber das, was ich euch eben gezeigt habe, der Palaisommer, Fit im Park, die kleinen Konzerte, das ist alles kostenlos. So sieht es in Dresden dann im Winter aus. Das ist der berühmte Striezelmarkt. Ja, es ist einfach schön, dorthin zu gehen. Und das ist nur einer der wenigen Weihnachtsmärkte, die es in Dresden gibt. Hier seht ihr noch eine Schlittschuhbahn im Taschenbergpalais. Das ist eines der sehr fancy Hotels in Dresden. Genau, das jetzt aber zur Stadt. Jetzt komme ich mal zum Studium an der Medizinischen Fakultät. Und zwar habe ich über die Website meiner Uni herausgefunden, dass die Erasmus-Studis sich Fächer aussuchen können, die sie gerne belegen wollen. In der Regel sind das Fächer aus einem Semester. Ihr könnt aber theoretisch auch Kurse aus verschiedenen Semestern belegen. Müsst dann natürlich schauen, dass sich die Lehrveranstaltungen nicht überschneiden. Aber da sehe ich jetzt eigentlich kein Problem drin, weil wir ungefähr am klinischen Abschnitt pro Semester 30 Kleingruppen a 10 Leute sind, die die Kurse verteilt über das ganze Semester haben und es sich da auch praktisch hin und her tauschen lässt und somit sollte es eigentlich nicht zu Kollisionen kommen. Der Unterschied ist im fünften Jahr, dass wir keine Tertiale haben. Das heißt, die Fächer finden alle parallel statt und außerdem, also zum Beispiel Neurologie und Pädiatrie sind Fächer des 9. Semesters in Dresden. Die klinischen Praktikumsstunden dazu finden aber alle im 10. Semester statt. Das heißt, wenn ihr im 5. Jahr nach Dresden gehen wollt, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, ein ganzes Studienjahr zu machen und nicht nur ein Semester, damit ihr die Gelegenheit habt,
sowohl das Theoretische als auch das Praktische zu machen, was ihr hier für die Anerkennung braucht. Genau, es gibt einige Fächer, die ja nicht mit Pflichtveranstaltungen verbunden sind, zum Beispiel Pädiatrie, Neurologie, Gynäkologie, Urologie. Da finden zwar Vorlesungen statt, aber keine Pflichtseminare oder sonst dergleichen. Das heißt, ihr macht das eigentlich alles im Eigenstudium und legt dann eine Prüfung ab und habt dann im 10. Semester das Praktikum dazu. Was habe ich hier noch? Genau, vor ein paar Jahren hat sich Dresden ein neues Konzept ausgedacht, das Curriculum ein bisschen umgestaltet. Und zwar gibt es jetzt die DIPOL-Kurse, die Dresdner interdisziplinäres patientenorientiertes Lernen. Das heißt einfach nur, dass manche Fächer zu größeren Kursen zusammengefasst wurden und dass die Kursinhalte sehr, sehr praxisorientiert sind. Also wir haben ja viel Unterricht am Patientenbett. Die Seminare bestehen eigentlich alle aus irgendwelchen Fallbeispielen, die dann mit Ärztinnen durchgesprochen werden. Dann genau habe ich hier mal rausgesucht, was bei uns im 5. Semester alles auf dem Plan drauf steht. Und im Vergleich dazu habt ihr Gynäkologie, Psychiatrie, Urologie, streicht das war mein Fehler, habt ihr im 5. Studienjahr, das sind bei uns Fächer des 4. Studienjahres. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr die Gyn-Prüfung und die Psychiatrieprüfung trotzdem irgendwie mit ablegen könntet, auch wenn ihr euch grundsätzlich auf Kurse des 5. Semesters fokussiert, dass ihr dann die Prüfung trotzdem mitschreiben könnt. Das ist das 4. Jahr, das 3. interessiert nicht. So, dann die Adriana hat ja schon von dem Simulationszentrum erzählt. Das haben wir in Dresden auch. Das Besondere an dem MITS in Dresden ist, dass die Kurse quasi unter studentischer Anleitung stattfinden. Natürlich ist das alles ärztlich supervidiert und im Vorfeld konzipiert, aber der Unterricht an sich findet mit anderen Studierenden statt, die eben zuvor sich zu TutorInnen ausgebildet lassen haben, was die Trainingseinheiten sehr angenehm macht, weil es ist eben auf Augenhöhe und die Hemmschwelle ist einfach niedriger, Fehler zu machen oder Fragen zu stellen. Wir haben eigentlich in jedem Semester des klinischen Abschnitts einen verpflichtenden Trainingstag dort im MITS, der auch gegengezeichnet wird und verpflichtend ist, um dann nach dem 10. Semester am OSCE teilzunehmen. Und es ist eben darauf ausgelegt, dass klinisch-praktische Fertigkeiten an Simulationsmodellen geübt werden und mit Hilfe von SchauspielpatientInnen die kommunikativen Fähigkeiten geübt werden. Also zum Beispiel dann auch, wie findet eine Geburt statt? Also das war schon ein bisschen wild letztes Semester. Da ist dann halt eine Schauspielpatientin, die so ein Simulationsbabybauch hat und dann wirklich auch Wehen bekommt und sich die Seele aus dem Leib schreit. Es macht Spaß. Aber im MITS werden auch fakultative Kurse angeboten, wie Reanimationstraining, Sonografiekurse, Workshops zur Naht- und Wundversorgung. Und jetzt ganz neu gibt es auch das Üben von Leichenschauen im Virtual Reality Format. An der medizinischen Fakultät gibt es auch ein großes Wahlfachangebot. Das sind verschiedene Sprachkurse, auch einige chirurgische Fächer, auch kinderchirurgisch, falls da jemand besonders interessiert ist. Ein paar Sachen habe ich aufgelistet. Sportmedizin, Ursachen erkennen, behandeln von Suizidalität, interventionelle Radiologie, Vertiefung onkologischer Diagnostik, Intervention und Strahlentherapie. Dazu kann ich noch sagen, dass es in Dresden die Möglichkeit gibt, sogenannte Vertiefungskomplexe zu machen. Ist vielleicht für euch jetzt weniger interessant, aber theoretisch, wenn ihr 4 onkologische Wahlfächer belegt, kriegt ihr am Ende ein Zertifikat darüber, dass ihr den Vertiefungskomplex Onkologie gemacht habt. Das Gleiche gibt es auch für Chirurgie.
Das für Chirurgie könnte vielleicht interessant sein für euch, weil die Termine dieser vier Wahlfächer so gelegt sind, dass ihr sie eigentlich in einem Rutsch innerhalb von 2 Monaten in den Semesterferien machen könntet. Ist vielleicht für diejenigen interessant, die sich ein ganzes Jahr in Dresden vorstellen könnten. Dann gibt es auch einige studentische Arbeitsgruppen, zum Beispiel Akupunktur. Da könnt ihr auch wirklich dann einfach einmal die Woche hingehen. Ihr müsst da kein Mitglied werden oder sowas. Ihr könnt einfach, wenn ihr interessiert seid, dorthin gehen. Es gibt die Big Band Therapy, das Karus Kantat, also ein Chor, First Aid for All, das Teddy Krankenhaus. Wir haben auch ein kleines Unikino, wo jeden Montag für 2 Euro aktuelle Spielfilme gespielt werden. Auch ein ganz nettes Angebot, ist auch eines von vielen Campus-Kinos, die es in Dresden gibt. Genau, und zum Studierendenleben in Dresden. Es gibt zahlreiche Studi-Clubs und Bars. Ich glaube, es sind 8 Stück oder so. Da gibt es einmal im Jahr ein ziemlich special Event, das sich Nachtwanderung nennt. Da kriegt jeder, der teilnimmt, eine kleine Stempelkarte. Und Ziel der Stempelkarte ist, an dem Abend jede Bar besucht zu haben und mit dem Eintritt ein Bier zu bekommen. Genau, das Coole ist, dass da auch die Dresdner Verkehrsgesellschaft mitmacht. Das heißt, es gibt Busse, die wirklich dann die Nachtwanderungsroute fahren und euch von Tür zu Tür bringen. Dann gibt es das Dresdner Hochschulsportzentrum mit etlichen Kursangeboten. Das Coole daran ist, dass die Kurse alle 8 Wochen gehen, weil der Andrang immer so hoch ist, dass viele halt leer ausgehen und im Laufe des Semesters aber viele den Kurs wieder abgebrochen haben. Deswegen gibt es jetzt halt das 8-Wochen-System, dass man quasi nach 8 Wochen immer die Möglichkeit hat, neu einzusteigen oder einen fortgeschrittenen Kurs zu belegen. Das Studentenwerk bietet auch verschiedene Kurse zu Kunst und Handwerk an. Es gibt Tanzkurse, Wandergruppen sogar. Genau, und wie ich jetzt auch bei meiner Recherche herausgefunden habe, gibt es Tandemprojekte wie Find International Friends und die International Coffee Hour, ja, wo man Leute aus aller Welt kennenlernen kann. Genau, es steht jetzt nicht mehr drauf, aber was das Wohnen in Dresden betrifft, es gibt mehrere Wohnheime. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, dort einen Platz zu bekommen, kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht Kapazitäten für Erasmus-Studierende gibt oder generell für internationale Studierende. Ansonsten im Vergleich zu Wien sind die Mieten in Dresden erschwinglich. Also als Vergleich vielleicht, ich wohne in einer WG mit irgendwie 140 Quadratmeter. Mein Zimmer hat, glaube ich, 22 Quadratmeter und ich zahle 450 warm. Hier in Wien zahle ich 400 und habe 9 Quadratmeter. Und die Viertel kann man ungefähr vergleichen. Ja, das war's. Danke. Hat jemand Fragen? Aber erst meine Frage. Kann sich jemand vorstellen, nach Dresden zu gehen? Ach. Cool. Gut. Habt ihr Fragen? Ja? Nur zu den Herzen. Was gemeint und ich stelle noch dazu, was die bedeuten auf der Karte? Oder war das nur irgendwie positioniert? Das sollte eigentlich nur kennzeichnen, dass Städte wie Prag, Berlin, Leipzig in Katzensprung entfernt sind. Die Herzen fand ich einfach süß. Sehr schön. Genau. Noch jemand Fragen? Nein? Wenn sich... Vielleicht können wir Sie noch. Ist deine E-Mail-Adresse auch? Nein. Station? Nein. Kann ich, könnte ich noch hinzufügen. Geht auch wieder uns. Okay. Ja. Wir können, also für Dresden Interessierte, wir können euch untereinander vernetzen, solange ja, sehr gern. Ihr da seid. Vielleicht ergänzend, Studierende können entweder so Theorie und Praxis in Dresden, ja. Also für Dresden Interessierte, es gibt 2 Möglichkeiten. Ich glaube, dass die TU Dresden auch die Möglichkeit anbieten, dort die nur für 1 Semester Praktika zu machen
oder eben im Laufe eines Studienjahres das reguläre dortige Programm zu machen. Wir hatten seit langem keine Studenten mehr in Dresden. Wir müssen noch erfragen, wie das genau jetzt aktuell läuft. Aber es gibt viele Studienmöglichkeiten und die Kollegen in Dresden im International Office sind auch sehr nett. Das sind sie. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Also bleibt. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet für die E und für die Fee. Ich gebe das Mikro schon weiter an Anja, denn jetzt geht es wirklich um, also nach dieser Motivierungsvorträge und Informationen, wie ihr ins Ausland gehen könnt, was ihr zu tun, wie funktioniert das. Dankeschön. So, danke für die tollen Erfahrungsberichte. Mein Name ist Anja, ich bin aus dem 5. Jahr und ich vertrete heute das Referat für internationale Angelegenheiten von der ÖH und werde euch ein bisschen einen Überblick verschaffen über die Möglichkeiten, die es gibt, innerhalb vom Studium ins Ausland zu gehen. Also grundsätzlich könnt ihr Auslandsformulaturen ab dem 3. Studienjahr machen und ich kann es wirklich Ihnen ans Herz legen. Ich war diesen Sommer für einen Monat auf der Chirurgie in Porto, in Portugal und das könnt ihr euch super anrechnen lassen als Wahlformulatur und ja, ist sicher sehr empfehlenswert. Grundsätzlich reden wir auch heute viel über das 5. und das 6. Jahr. Und den 3. Abschnitt. Da habt ihr eh ein Bild, wie es ungefähr aussehen wird. Das ist aus dem Study Guide, könnt ihr gerne nachschauen. Also 9. bis 12. Semester mit den einzelnen Tertialen. Grundsätzlich gibt es im 5. Jahr 6 Züge. Und das sind fixe Kombinationen von Fächern, die ihr dann machen könnt. Und ihr sucht euch dann einen Zug aus. Und wenn es jetzt darum geht, ins Ausland zu gehen, müsst ihr schauen, dass es entweder zugkonform ist oder nicht zugkonform. Das sind die jeweiligen Züge. Und nicht mögliche Kombinationen innerhalb von einem Semester, wie ihr hier sehen könnt, ist eben Neuro und Psych, Gyn und Kinder und Notfall und Auge oder HNO. So, wir haben schon vorher über Zugkonformität geredet. Also grundsätzlich, zugkonform, ja, bedeutet, dass ihr ein Semester im Ausland machen könnt, und dann ein Semester in Wien. Und wenn es nicht zugkonform ist, müsst ihr ein ganzes Jahr im Ausland verbringen. Das ist wichtig, weil über die Mobility-Online-Seite, wenn ihr da über die Studierenden-Website zugreift, könnt ihr die ganzen Partner-Unis sehen. Und da steht auch immer dabei, ob es eben zugkonform ist oder nicht. Also zum Beispiel bei Ägypten seht ihr dann die Partnerhochschule Cairo University und eben zugkonform maximal ein Semester und wie viele Plätze es gibt. Und dann generell noch, was für Kriterien es gibt. Also hier zum Beispiel, dass man Englisch sprechen muss. Im Gegensatz dazu gibt es bei Belgien, in Brüssel zum Beispiel, keine Zugkonformität, maximal 2 Semester und auch halt Englisch, Language Requirement. Genau, das könnt ihr auch gerne auch selber anschauen. Dann bei Free Mover ist es etwas anders. Da seid ihr nicht auf diese Partneruniversitäten gebunden, aber ihr könnt es überall auf der Welt machen. Und grundsätzlich funktioniert das so, ihr müsst dann bei dem Wunschkrankenhaus eine Zusage einholen, also ihr schreibt sie in eine E-Mail, und die Formulare unterschreiben lassen. Sehr wichtig ist zu erwähnen, dass die Antragsformulare und Aufenthaltsbestätigungen von der Med-Uni sein müssen. Im 5. Studienjahr sind dann pro Tertialfach eben diese 4-wöchigen Praktika anrechenbar. Und im KPJ ist es dann eben möglich, Free Mover oder Erasmus-Praktikum zu machen. Haben wir hier Zahnmediziner? Nochmal die Frage. Okay, vor Ort nicht. Noch kurz was zur Zahnmedizin. Also die Voraussetzung dafür ist eben die positive SIP 4 und SIP 5. Für Erasmus gibt es 2 Plätze in Montpellier und Witten und 1 Platz in München. Es gibt Erasmus, aber es gibt auch Kooperationen, eben in Tokio, Japan, Taichung und Taiwan. Und die sind 4 Wochen und für Erasmus mindestens 2 Monate.
Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass man am Anfang des 42-Wochen-Praktikums diese macht. Und es ist eher ein geringerer Workload, deswegen muss man schon damit rechnen, dass es zu einer Studienzeitverzögerung kommt und es eben halt nicht gut für den Leistungskatalog ist. Bei Interesse kannst du da gerne die STV Zahn kontaktieren. Und noch kurz zum Masterstudiengang Medizinische Informatik und Molecular Precision Medicine. Da gibt es auch Partneruniversitäten für Erasmus. Wie ihr sehen könnt, in Lübeck, Tübingen, Mailand und Tampere. Und dort sind eben auch Erasmus-Praktikumsanträge möglich. Und bei Molecular Precision Medicine gibt es eben auch Erasmus-Praktikum und es ist auch die Möglichkeit, Masterarbeit im Ausland zu machen. Genau. Da findet ihr auch alles über die Studierenden-Website. Also kommen wir jetzt kurz zur Platzvergabekriterien. Grundsätzlich zählt der Durchschnitt aller Noten nach den ECTS. Deswegen alle Noten, die im Pflichtcurriculum vergeben werden, zählen dazu. Und je mehr ECTS ihr habt, desto größer ist der Einfluss auf den gesamten Notendurchschnitt. Das Tolle ist, in den letzten Jahren konnte etabliert werden, dass auch Wahlfach-ECTS zählen. Also ich habe mir zum Beispiel 20 ECTS durch Wahlfächer anrechnen lassen und das hat dann quasi ein Gewicht von einer SIP. Was super ist, weil wenn ihr da lauter Einser stehen habt, könnt ihr dann eben euren gesamten Notendurchschnitt um einiges verbessern. Grundsätzlich versuchen wir einzuführen, dass auch ehrenamtliches Engagement und Mobilitätshindernisse dazu zählen. Das ist gerade in Bearbeitung und wir werden schauen, dass wir das so schnell wie möglich machen können, dass das auch dazu zählt. Genau. Jetzt. Ja. Yeah, I already blocked it, so I think it doesn't matter anyway. Danke. Was? Danke. So, schauen wir uns jetzt mal an. Gefährdete Mobilitätsprogramme und Free Mover. Was sind jetzt die Pros, was sind die Cons? Also bei Erasmus, SEM und Co. ist zu erwähnen, dass man finanziell unterstützt wird und man wird auch wirklich von der Partneruniversität an Hand geführt, betreut und in die Uni integriert. Es gibt aber limitierte Plätze an den Partneruniversitäten und es ist schon eine Verpflichtung da, dass man mindestens ein Semester in der gleichen Stadt verbringt. Bei Free Mover ist es alles ein bisschen Freemover-mäßig. Es gibt keinen finanziellen Zuschuss von der MOW und man muss sich wirklich alles selber organisieren. Man muss sich selber die Formulare suchen, die Kontaktdaten suchen und die Tertialplätze auch voranmelden. Aber der Austausch ist weltweit möglich und was noch ein Pro ist, dass man jedes Tertial in einer anderen Stadt absolvieren kann. Die Informationen zur Anmeldung und Fristen findet ihr hier. Ich kann da schnell drauf drücken. Genau. Das ist eben die Studierendenwebsite von der MOW. Move to improve Rahmenbedingungen. Ah ja. Mach das kurz. Ich weiß nicht. Immer noch. Ja, passt noch. Genau. Was ist denn noch das? Okay. Ja, okay. Machen wir weiter. Okay. Sonst kannst du einfach die Präsentation kurz abbrechen. Hm? Willst du es kurz abbrechen? Nein, müssen wir nicht. Das passt. Okay, jetzt wieder uns. Dann weiter. Ja, ihr kennt alle unsere Studierenden-Website. Da ist es sehr gut dargestellt, wo man zu den ganzen Informationen kommt. Ansonsten könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben, falls es irgendwelche Probleme gibt. Genau. Noch kurz zur Versicherung. Grundsätzlich zahlt ihr alle den ÖH-Beitrag und dadurch seid ihr unfall- und haftversichert. Das zählt aber nicht in den USA, Australien und Kanada. Gibt aber die Möglichkeit einer ÖH-Versicherungserweiterung. Und außerdem, wenn ihr im Ausland seid, braucht ihr immer eine Krankenversicherung und eine Reiseversicherung.
Da findet ihr auch bei unserer ÖH-Website weitere Infos dazu. Genau, da haben wir jetzt eigentlich eh schon am Ende angelangt und ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben oder einfach auf 6M vorbeischauen, falls es da irgendwelche Fragen gibt. Und ja, ich hoffe, wir können euch mit diesem Vortrag ein bisschen motivieren, ins Ausland zu gehen und ein bisschen was anzuschauen. Ich gebe jetzt an die Regina weiter. Nichts zur Bewahrung und dem Versuch, das Ganze einzuordnen, auch von meiner Seite. Ich glaube, dass die Vorträge von den Studierenden davor gezeigt haben, es gibt also ein Auslandssemester oder eine Auslandserfahrung während des Studiums ist wirklich eine große Bereicherung unter verschiedenen Aspekten. Ja, es ist die beste Zeit, Auslandserfahrungen zu sammeln, also profitiert davon. Wie ist das Ganze einzuordnen? Also Sie finden diese Grafik auch auf der Webseite, diese Webseite auf der Studierenden-Webseite Move to Improve, also von im Menü unter internationale Mobilität, ist vielleicht verbesserungswürdig, enthält aber alle relevanten Informationen, zum Beispiel zu den Fristen. Wann bewirbt man sich wofür? Welche Mobilitätsprogramme gibt es? Welche Stipendien gibt es? Was ist bei Versicherungen zu beachten und so weiter? Unter anderem finden Sie auch diese Grafik, die ist fast vollständig. Es fehlen ganz oben die Formulaturen. Also hier werden die Mobilitätsprogramme abgebildet. Wenn Sie sich oben noch Formulaturen vorstellen, die Auslandsformulaturen, sie werden eigentlich nicht vom International Office betreut, mit Ausnahme von den Programmen ASEA und EPU, die ich schon erwähnt habe, aber sonst sind sie selbst organisiert, aber AMSA ist zum Beispiel eine Organisation, die sie sehr stark unterstützt und über die sie auch diese Formulaturen machen können. Was wir im International Office machen, ist die Mobilitäten im 5. und 6. Studienjahr Humanmedizin abzuwickeln. Und wie sind sie eingeteilt? Also im 5. Studienjahr gibt es einerseits diese Mobilitätsprogramme mit einer finanziellen Unterstützung, die auf Verträge beruhen, entweder Erasmus-Verträge oder Verträge mit Schweizer Universitäten im Rahmen von SEMP oder Verträge mit Universitäten weltweit, wir nennen sie Kooperationen. Diese Plätze sind begrenzt. Hier gibt es ein Auswahlverfahren mit den Vor- und Nachteilen, die Anja davor angesprochen hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, im 5. Studienjahr sich ein Semester oder das ganze Jahr selbst zu organisieren, eben mit Freemover. Hier gibt es keine Förderungen der Medulin. Man kann aber andere Förderungen in Anspruch nehmen. Friedrich Heimberger hat davor das Stipendium, das Landesstipendium von Niederösterreich für Auslandsaufenthalte erwähnt. Wenn Sie eine Studienbeihilfe beziehen oder ein selbsterhaltes Stipendium, können Sie auch über die Stipendienstelle ein Stipendium für Auslandsaufenthalte beantragen. Das gilt auch, wenn Sie ein Erasmus-Semester machen, da bekommen Sie aber noch zusätzlich zu diesen Stipendien auch den Erasmus-Zuschuss zum Beispiel. Aber bei Freemover gibt es keine Förderung der Medien in Wien, es gibt nur eventuell extern vergebene Stipendien. Im 6. Studienjahr gibt es nur selbstorganisierte Aufenthalte. Und für diese, und es sind Praktika, die KPJ-Praktika, die nicht auf Vertragsplätze beruhen und für die Sie eine Förderung beantragen können, wenn Sie sich für Erasmus qualifizieren, also wenn Sie mindestens 2 Monate dauern, 8 Wochen sind nicht genügend für eine Erasmus-Finanzierung und wenn Sie im europäischen Raum stattfinden und sonst sind es Freemover-Praktika. Also wenn Sie zum Beispiel bei Max Kade mitmachen und Sie können dort 8 Wochen an der Cornell University studieren und es ist für KPJ anrechenbar, dann sind Sie ein Freemover-KPJ in diesem Schema. Ja, Sie bewerben sich extern bei dem Programm Max Kade, das ist extern verwaltet und erhalten von dort eine Finanzierung
Und sie laufen als Free Mover KPJ für die Meduni. Ja, so ist es ungefähr einzuordnen. Wie schaut so eine Timeline, ein Prozess im fünften Studienjahr? Ja, zuerst müssen Sie sich informieren. Also vor Semesterbeginn organisieren wir meistens, also die BWH gemeinsam mit uns, mit anderen Organisationen eine Infoveranstaltung. Dann gibt es einen Bewerbungsbrief von Mitte bis Ende November. Heuer ist es von Mitte November, 15. November bis 1. Dezember, weil die Wochentage so am besten fallen. Sie können sich eben für diese Vertragsplätze bewerben im fünften Studienjahr, also für Erasmus, Kooperationen, SEMP, ASEA und EPU. Für Freemover gibt es mehr Zeit. Also die können von Mitte November bis Ende Februar die Freemover-Bewerbung einreichen. Für die Vertragsplätze, also für Erasmus und Kooperationen, gibt es auch relativ bald eine Bekanntgabe, wer welchen Platz bekommen hat. Und es gibt insgesamt 3 Platzvergaberunden. Also wir machen eine Hauptplatzvergaberunde und 2 weitere Restplatzvergaberunden im Januar. Und dann Ende Januar steht fest, wer welchen Platz bekommen und angenommen hat, weil zufrieden. Und dann geht es weiter. Wir unterhalten uns mit jedem von euch pro Gastuniversität, machen wir so ein Vorbereitungsgespräch online im Februar. Und dann werden Sie der Partneruniversität als Austauschstudent mitgeteilt. Und somit endet dieser erste Schritt im Bewerbungsprozess und das ist die interne Bewerbung an der Medizin für den Austausch. Dann geht es weiter mit der Anmeldung an der Partneruni. Und das findet eben erst später im Frühling, also je nachdem zwischen März und Juni, müssen Sie sich auch dort noch gesondert als Studierende anmelden. Und relativ kurzfristig vor Beginn des Auslandssemesters werden auch die Stipendien verlangt. Ja, ungefähr so ist dieser Bewerbungsprozess mit 3 Teilen. Erstens eine interne Bewerbung an der Heimatuni, Meduni Wien. Dann eine Anmeldung an der Gastuniversität mit deren Fristen und deren Formularen. Und dann auch noch die Stipendienformalitäten. Da muss ein Vertrag unterschrieben werden bei Erasmus und so weiter. Diesen Prozess mussten auch Adriana und Kerstin durchlaufen und halt umgekehrt an ihren Heimatuniversitäten. Aber ungefähr so läuft es ab. Und es ist schon viel Selbstständigkeit auch gefragt, auch bei den Erasmus-Kooperationsaufenthalten. Ein paar Tipps. Bewerben Sie sich. Also wir haben viele Plätze im Verhältnis zu den Bewerbungen. Letztes Jahr hatten wir viele Bewerbungen, mehr als in den letzten Jahren, 282. Und wir haben insgesamt 227 Austauschplätze. Es gab immer noch Restplätze nach allen Bewerbungsrunden. Also wenn man flexibel ist, hat man eine sehr gute Chance, einen Platz zu bekommen. Bei Humanmedizin hat es so ausgeschaut, dass so circa 60% konnten platziert werden, aber manche waren nicht zufrieden mit ihrem Platz, haben sie zurückgelegt. Aber ungefähr die Hälfte der Studenten wurden zugeteilt und waren auch zufrieden mit den Plätzen, die sie bekommen haben. Und eigentlich auch ein sehr hoher Prozent, 71%, haben einer ihrer ersten 3 Prioritäten zugeteilt bekommen. Also mein Tipp an dieser Stelle, bitte informieren Sie sich eben über die Webseite. Dort finden Sie den Punkt Partnerschaftsnetzwerk mit dem Link zum Mobility Online Portal, wo alle Partneruniversitäten aufgelistet sind. Wir versuchen immer mehr Informationen dort reinzulegen. Dort gibt es auch Erfahrungsberichte in einem Reiter rechts von Studierenden, die in der Vergangenheit dort waren. Überlegen Sie sich gut, welche Destinationen für Sie in Frage kommen.
Es ist schade, eine Destination anzugeben. Letztes Jahr hat eine Studentin in Sorbonne an der ersten Stelle angegeben, hat den Platz bekommen, hat ihn abgelehnt. Für uns manchmal nicht verständlich, ist auch nicht ganz fair den Kollegen gegenüber, weil dieser Platz dann in der Bewerbungsrunde vergeben ist. Ja, und dann kommt er in die Restplatzbewerbungsrunde, von der manche ausgeschlossen sind. Also überlegen Sie sich gut, geben Sie die Prioritäten an, die Sie wirklich in Frage haben. Ja, nehmen Sie die Bewerbung ernst. Meine Kollegin und unsere Büroleiterin Birgit Hanack hat es davor erwähnt. Wir bitten Sie, sich sorgfältig zu überlegen, ob Sie ein Auslandssemester machen wollen und auch können. Also ob Ihre persönlichen, familiären Umstände Ihnen voraussichtlich erlauben, ein Auslandssemester zu machen, bei aller Attraktivität des Auslandssemesters. Die Organisation des fünften Jahres an der Leute in Wien ist schwierig. Es ist nicht so leicht, sich zurückzuziehen. Also Absagen ab dem Zeitpunkt der Platzannahme müssen von der Curriculumsdirektion bewilligt werden, weil wir auch dementsprechend die Ingangsplätze planen. Nicht? Also die gehen ins Ausland, ihre Plätze werden frei. Wir geben ihre Plätze frei für eine Anzahl von Incoming-Studenten. Es geht nicht, dass wir dann 50 Staunos reinbekommen, weil sie sich das anders überlegt haben. Ja, also bitte immer gute Überlegungen im Vorfeld, ob sie tatsächlich auch ins Ausland gehen wollen und können. Stornos sind in begründeten Ausnahmefällen. Auch bei Free Mover ist ein Destinationswechsel nach Ende Februar nicht möglich, außer sie bekommen eine Absage durch die Gasteinrichtung zum Beispiel. Also es gibt einen anderen begründeten Fall. Die politische Situation hat sich im Land verschlechtert, was auch immer. Ja, also es gibt bestimmte Regeln, an die Sie sich halten müssen, und es soll Ihnen vom Anfang an klar sein. Informieren Sie sich gut, das ist immer wichtig. Es gibt eben Erfahrungsberichte, es gibt auch die erwähnten Webseiten. Auf der Studierenden-Webseite Sie die Partnerschaft, die Partneruniversitäten finden, die Rahmenbedingungen, auch die Webseiten des Studiums Humanmedizin geben detaillierte Informationen, zum Beispiel zur Kleingruppenanmeldung. Sie bekommen, wenn Sie im fünften Studienjahr ins Ausland gehen, bekommen Sie im jeweils anderen Semester in Wien eine Gruppe zugeteilt. Sie können sich selbst an. Wenn Sie eine Tutorenstelle haben, wird schon darauf Rücksicht genommen, dass Sie im AKH platziert werden, sodass Sie dann Ihre Tutorentätigkeit erfüllen können. Aber Sie können sich nicht voranmelden. Sie werden schon viel früher zugeteilt. Ja, zuletzt vielleicht noch die sprachliche Vorbereitung. Und vielleicht kann Adriana Drukova das bestätigen, auch wenn Sie zum Beispiel in Brünn auf Englisch studieren, es ist natürlich hilfreich, wenn Sie verstehen können, was vielleicht ein Patient auf Tschechisch im Krankenhaus sagen kann. Also es ist wichtig, dass Sie sich auch gut sprachlich vorbereiten. Dafür ist zum Beispiel das Buddy-System eine Vorbereitungsmöglichkeit. Es gibt zahlreiche Sprachkurse und wir fördern das auch. Es gibt einen Sprachkostenzuschuss für Mobilitätsstudierende. Wir übernehmen am Ende des Aufenthalts können Sie bis zu 450 Euro zurückerstattet bekommen. Je nachdem, wie viel Sie für die Kurse ausgegeben haben. Aber bis zu dieser Maximalsumme können Sie die Sprachkurskosten eine Rückerstattung beantragen. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Es gibt auch viele Stipendien.
Es gibt die Stipendien der MedUni Wien. Es gibt spezielle Förderungen, wenn Sie umweltfreundlich reisen, zum Beispiel im Rahmen von Erasmus. Es gibt auch spezielle Förderungen, wenn Sie ein Mobilitätshindernis haben. Also wenn es etwas gibt, wenn Sie Betreuungspflichten haben oder eine schwierige Situation und Sie aus finanziellen Gründen nicht auf Erasmus gehen können, wir stehen Ihnen auch für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung, um eventuell auch andere Fördermöglichkeiten zu eruieren. Auf dieser Webseite finden Sie die Förderungen aufgelistet, auch mit den Sätzen. Also zum Beispiel für Praktika, ein Erasmus-KBJ-Praktikant bekommt für Deutschland 620 Euro im Monat. Es ist jetzt nicht kostendeckend, aber es ist, glaube ich, schon ein guter Zuschuss zu den erhöhten Lebenshaltungskosten. Und unter grants.at finden Sie eben die große Palette an Stipendien, auch diese Landesstipendien wie das Stipendium des Landes Niederösterreich oder die Beihilfe zum Auslandsstudium von der Studienbeihilfe und mögliche andere Stipendien. Ja, auf Erasmus geht es zurück. Wir stehen auch sehr gerne zur Verfügung und Sie finden meinen Kontakt unter diesem Link und auch die Kontaktdetails von meiner Kollegin Susanne Flatzbauer, die KPJ zum Beispiel betreut und Freemover. Also gehen Sie gerne auf uns zu und wir bemühen uns, Sie so gut wie möglich zu beraten. Dankeschön. Ja, machen wir weiter. Eben schließen wir den Kreis mit dem Vortrag von Amsa. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, am Ende Fragen zu stellen. Das ist besser, ich weiß nicht. Ja, wir laufen, oder? Ja, okay. Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf euch noch ganz schnell das Formulaturaustauschprogramm von der AMSA vorstellen. Ich bin die Kathi, bin im 5. Jahr. Und ganz kurz zuerst mal zur AMSA. Wir sind die Austrian Medical Students Association. Wir sind ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher und parteipolitisch unabhängiger Verein. Und wir beschäftigen uns generell mit dem Thema Global Health. Uns gibt es nicht nur in Wien, sondern in allen anderen Städten, wo man auch Medizin studieren kann. Und wir sind ein super großer, international vernetzter Verein. Und eins unserer größten Projekte ist eben der Formulaturaustausch. Das heißt für euch konkret, ihr kriegt von uns im Idealfall einen vierwöchigen Formulaturaustausch, eine organisierte Unterkunft, eine Mahlzeit pro Tag, eine Contact Person und ein Social Program. Das Ganze kostet 499 Euro. Hier seht ihr nochmal die Aufschlüsselung der Kosten. 389 gehen auf Unterkunft und die Mahlzeit pro Tag, 80 Euro Kaution, die ihr theoretisch zurückbekommen könnt nach eurem Austausch und dann noch 25 Euro Risikoabgeltungsbeitrag und eine 5 Euro Gebühr. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also, zuallererst einmal müsst ihr wissen, es gibt gewisse Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um mitzumachen. Als allererst einmal müsst ihr ein absolviertes FAMPROP haben, also nach dem zweiten Jahr könnt ihr frühestens mitmachen. Und dann gibt es sogenannte Exchange Conditions von den einzelnen Gastländern. Das sind Voraussetzungen, die jedes Land einfach individuell aufstellt, das sind Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um bei dem Austausch mitzumachen. Die Exchange Conditions seht ihr verlinkt auf unserer Homepage oder einfach googeln Exchange Conditions. Das ist das Erste, was einfach rauskommt. Und prinzipiell wird die Formulatur angerechnet seitens der MedUni. Die Bewerbung schaut so aus, dass ihr euch zuerst unsere Länderliste anschaut. Dazu komme ich dann gleich. Ihr sucht euch drei Wunschländer aus. Ihr bereitet eure Dokumente vor, die ihr für die Bewerbung braucht. Das zeige ich euch dann jetzt nochmal gleich. Es gibt dann ein Punktesystem, nach dem wir eure Bewerbungen bewerten. Und im Idealfall bekommt ihr dann eine Zusage von uns und dann läuft das Prozedere weiter ab. Da führen wir euch dann Schritt für Schritt durch. Prinzipiell findet ihr alle Infos, die ich euch heute sage, auf unserer Homepage. Die ist da oben amsa.at/austausch. Da ist nochmal ein Screenshot von dieser Homepage. Da seht ihr die erforderlichen Bewerbungsdokumente. Das sind einfach ein paar Sachen, die man da braucht. Hier die Fristen für unsere Anmelderunden. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hat
unsere allererste Anmelderunde schon angefangen. Ihr habt bis übermorgen theoretisch Zeit, euch noch zu bewerben. Ansonsten gibt es auch eine zweite und dritte Anmelderunde. Das ist unsere Länderliste. Ich hoffe, man kann es gut lesen. Wir schließen jedes Jahr neue Verträge mit anderen Ländern ab. Das heißt, aus der Länderliste könnt ihr euch 3 Wunschländer aussuchen, die euch vielleicht gut gefallen. Dann schaut sie euch eben an, erfülle ich die Voraussetzungen, die Exchange Conditions, die dieses Land stellt, und kann ich mich da im Idealfall bewerben. Und ganz rechts seht ihr dann noch, ob die Formulatur, die ihr da potenziell machen könnt, monatsspezifisch ist oder nicht. Also wenn der Juli oder August dabei steht, dann können Sie die Formulatur nur im Juli oder August machen. Ansonsten, wenn unspezifisch dabei steht, dann heißt das immer von April 2025 bis März 2026, wann auch immer ihr wollt. Wie schaut unser Punktesystem aus? Also wir bewerten euch nach ECTS, nach absolvierten Formulaturen, freiwilligen Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, sowohl also auch ÖH-Mitarbeit, aber vor allem auch AMSA-Mitarbeit bringt extra Punkte. Ihr müsst euch aber selbst um die An- und Abreise kümmern, Visum, Impfungen, Titerbestimmungen, Versicherungen, Sprachzertifikate. Das sind alles Sachen, die können wir euch nicht per se selbst anbieten, aber wir helfen euch natürlich da selbst bei der Organisation dieser Sachen. Einfach, weil es eine häufige Frage ist, was passiert, wenn ich meinen Formulaturaustausch absagen möchte. Prinzipiell, wenn ihr noch nicht zugesagt habt, noch nicht eingezahlt habt, ist es kein Problem. Aber wenn das alles schon passiert ist und wenn wir schon mitten in der Organisation sind und euer Gastland potenziell eure Formulatur schon organisiert, dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. Deshalb bitte seid euch sicher, dass ihr diese Formulatur auch antreten werdet. Man kann vielleicht eventuell eine Substitution finden, das ist aber immer schwierig. Deshalb bitte, bitte seid euch sicher, dass ihr damit machen wollt, weil sonst ist es sehr viel Organisationsarbeit auch für uns und für euer potenzielles Gastland. Genau, wir schicken ja nicht nur euch ins Ausland, sondern wir kriegen auch sehr viele Incomings international aus der ganzen Welt und dafür suchen wir immer wieder Hosts. Falls ihr Interesse habt, Host zu sein, ihr kriegt nicht nur Geld von uns dafür, sondern auch extra Punkte bei der Bewerbung. Genau dasselbe gilt auch für Contact Persons. Contact Persons, das würdet ihr theoretisch dann auch in eurem Gastland bekommen. Das heißt, es ist einfach eine Person, die ist für euch da als Ansprechpartner, als Partyfreund, als Stationsbegleitung am ersten Tag. Und falls ihr auch Interesse habt, in Wien einen Incoming einen Monat lang zu begleiten, würden wir uns natürlich freuen. Bringt auch extra Punkte bei der Bewerbung. Und ja, das ist unser Kontakt. Wie gesagt, alles, was ich heute gesagt habe, kurz, findet ihr auch auf unserer Homepage. Falls irgendwelche Fragen sind, können Sie uns gern schreiben oder die jetzt im Anschluss stellen. Und ich habe hier noch ein paar kleine Fotos mitgenommen mit ein paar Ländern, mit denen wir in der Vergangenheit Verträge hatten. Also Panama ist sehr oft dabei, genauso wie Ecuador. Wir hatten eine Kollegin, die war in Belgien, eine Kollegin, die war in Malta, Portugal, aber auch in Nordafrika haben wir immer wieder Verträge, zum Beispiel Marokko. Japan hatten wir schon immer öfter und ich persönlich war letztes Jahr in Tunesien, kann es sehr empfehlen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche groben Fragen jetzt? Wenn nicht, dann können Sie uns ja jederzeit schreiben. Ja, wir hören von die Fragerunde starten. Wenn ihr noch kurz bleiben wollt, wir können vielleicht 10 Minuten Fragerunde machen. Es gibt auch einige Fragen im Chat, aber vielleicht habt ihr Fragen? Okay, viele. Fangen wir mal hier. Ja. Okay, die Frage ist nach den Unterschieden zwischen den Zuschüssen für Erasmus und Kooperationen. Die Info steht eigentlich auf der Webseite. Aber für Kooperationen gibt es den Mobilitätszuschuss, der ist fix und beträgt 500 Euro pro Monat bzw. Auslandsstationsfach. Und bei Erasmus sind die Sätze nach Ländern gestaffelt. Von Jahr zu Jahr sind sie auch teilweise unterschiedlich. Ja, also es gibt Unterschiede und die genauen Infos findet ihr auf der Website. Du kannst hier rauskommen.
Okay, das. Die Frage ist, wie lange darf man im Ausland sein im 5. und 6. Studienjahr? Auch diese Frage wird auf der Webseite beantwortet. Also ganz, Roman, bist du da? Ist wahrscheinlich. Ja, ich bin da. Du schaltest dich immer ein oder bitte ergänz mich, wenn ich etwas vergesse. Ja. Aber man kann vereinfacht sagen, dass Sie 1,5 Jahre in den letzten 2 Jahren im Ausland sein können, wobei diese 1,5 Jahre nicht zeitlich zu verstehen sind, sondern workload-mäßig. Also wenn wir auch das 6. Studienjahr in 6 Tertialen einteilen, also jedes, es sind eigentlich 3 Tertiale, aber mit 2 Teilen, also Tertial A mit Teil 1 und 2 und so weiter, dann haben wir insgesamt 12 Teile in den letzten 2 Studienjahren, 6 Tertiale im 5. und 6 Tertiale, also 3x2 im 6. Davon können Sie maximal 9 im Ausland verbringen. Also entweder das ganze 5. Studienjahr plus Tertial A oder B im KPJ und die Hälfte vom C. Ja, ist korrekt. Oder, ja. Genau, oder ein Semester im 5. Studienjahr und nach, also in der Regel müssen Sie im KPJ entweder Tertial A oder B im Inland machen. Ja, also Sie dürften das ganze KPJ ordnungsgemäß nicht im Ausland absolvieren, aber es gibt Ausnahmen und Sie können einen Antrag stellen zur Absolvierung aller KPJ-Tertiale im Ausland. Das muss von der Curriculumsdirektion begutachtet und entschieden werden. Es gibt auf unserer Webseite auch eine Grafik, um das nochmal zu verdeutlichen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich mein Support ist, mein technischer Support ist kurz weg, aber es gibt, genau, es gibt auf der Webseite auch eine gute Grafik, die das verdeutlicht. Bitte schauen Sie sich die Webseiten an. Also wir versuchen sie vielleicht auch besser zu strukturieren, aber eigentlich sind sehr viele Informationen auf der Webseite. Ja. Bitte. Sie brauchen bis zu dieser Frist konkret Zusagen von den Krankenhäusern. Sie müssen nämlich die Fächerkombination schon angeben und schon Zusagen für diese Fächer haben. Sie können sich eben diesen Zug aussuchen. Also die Züge, Sie haben ja diese 6 Fächer oder 7 Fächer, die in 6 Tertialen eingeteilt sind, weil Augenheilkunde und HNO hier gemeinsam unterrichtet wird in einem Tertial in verschiedenen Kombinationen. Und die Frage ist, welche Kombination pro Semester suchen Sie sich aus? Als Free Mover können Sie sich das aussuchen. Bei Rasmussen-Kooperationen ist es eine Mischung zwischen dem Angebot der Partneruniversität und Ihrem Wunsch. Also es gibt Partneruniversitäten, bei denen Sie sich das nicht aussuchen können. Und Partner, die wiederum sehr flexibel sind. Vielleicht können wir kurz auf der, genau, auf dieser Startseite finden Sie mit den Rahmenbedingungen, finden Sie, wenn Sie nach unten scrollen, ein bisschen mehr unter den weiteren. Also hier finden Sie einerseits die Mobility, die Bewerbungslinks für die verschiedenen Arten von Aufenthalten. Wenn wir weiter nach unten scrollen, unter den weiteren Rahmenbedingungen haben Sie auch zum Beispiel die Frage nach, es ist also ja Uninet, genau, aber unter den wichtigen Rahmenbedingungen finden Sie zum Beispiel auch
die Frage nach der Anzahl der möglichen Tertiale aus dem 5. und 6. Studienjahr Humanmedizin mit der Grafik. Also, genau. Also pro Semester im 5. Studienjahr 3 Tertiale, genau. Und hier ist es sehr gut dargestellt, eben 9 Teile insgesamt in den letzten 2 Studienjahren können Sie im Ausland verbringen. Ja. Nein, ja, sehr gute Frage. Also bei den Universitäten, die nicht so konform sind und mit GO im System gekennzeichnet sind, gelten diese Free-Mover-Fristen nicht. Ja, also das ist eine Ausnahme. Bei Ganzjahres-Outgoings-Universitäten können sich Studierende laufend die selbstorganisierten Praktika anmelden, erstens. Und zweitens gibt es auch die Regelung, dass diese Praktika auch außerhalb der Vorlesungszeit der Partner-Uni der ausländischen Uni stattfinden können. Und wir haben in den letzten Jahren auch eine Finanzierung angeboten im Rahmen von Erasmus Praktikum. Das werden wir im Rahmen der budgetären Möglichkeiten fortsetzen, wenn möglich. Also wir müssen uns das Budget anschauen. Okay, die Frage ist, wenn Sie ein zu konformes Semester machen, ob Sie im 2. Semester verpflichtend in Wien studieren können oder im Sommer im 2. Semester einen Free Mover anmelden können. Es ist unter Umständen möglich, aber nur wir bitten um Absprache mit uns und wir bitten Sie darum, auch die Zuteilung für Erasmus abzuwarten. Es ist nicht bei allen Destinationen klar, was Sie bei der Erasmus-Partner-Universität machen können. Also teilweise erfahren Sie eben zu einem späteren Zeitpunkt erst im Frühling, aber man kann aus den Erfahrungswerten der Vorjahren schon sagen, ungefähr, was möglich ist und was nicht. Also bitte, wenn Sie diese Kombination Erasmus und Free Mover vorhaben, um Absprache im Vorfeld, beziehungsweise organisieren Sie das Free Mover rund um Erasmus und nicht umgekehrt. Roman, was meinst du? Das würde ich unbedingt vorschlagen, ja, unbedingt. Sonst ist die Planung für Sie ein Chaos, für uns ein Chaos und auch für die aufnehmende Einrichtung. Ja. Zu den Fragen im Chat, da ist eine, die haben wir schon beantwortet. Wann ist es eine Formulatur und wann ein klinisches Praktikum? Das ist eben der Unterschied. Bei der Formulatur bekommen Sie eine Formulaturbestätigung, die nur bestätigt, Sie waren so und so viele Wochen auf der Abteilung. Beim klinischen Praktikum müssen Sie unser klinisches Logbuch des 5. Jahres erfüllen. Dann ist eine Frage zu der Zeit, wann man Bescheid geben muss. Die Fristen hat meine Kollegin Ihnen gerade gezeigt auf der Webseite. Das ist ganz wichtig. Genau, die Fristen, vielleicht ich blende sie noch hier ein. Genau. Also hier finden Sie noch einmal die Fristen für die verschiedenen Programme, angefangen von Erasmus bis ganz unten für Praktika im KPJ. Dann ist eine sehr häufige und gute Frage auch, die, wenn man im Rahmen von Eurasia Pacific oder Asia Uninet ins Ausland geht, diese beiden Programme sind tatsächlich reine Formulaturprogramme und es ist nicht vorgesehen, dass man im Rahmen dieser beiden Programme das KPJ absolvieren kann oder auch nicht die Tertiale des 5. Jahres. Dann ist eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Kooperation und Partnerinstitution? Eine Partnerinstitution verstehen wir im engeren Sinne innerhalb von Erasmus. Eine Kooperation ist eine Partnerschaft mit einer Uni wie zum Beispiel Japan, wo wir nicht Erasmus anbieten können, also außereuropäische Destinationen, beziehungsweise Destinationen, wo die Uni mit der anderen Uni einen Vertrag abgeschlossen hat, ohne Erasmus-Programm.
beziehungsweise Partnerinstitution ist ein Dachbegriff für Partnerschaften innerhalb der Mobilitätsprogramme. Genau, genau. So ja. Aber natürlich kann die MedUni Wien auch Partnerschaften eingehen mit einzelnen Universitäten, ohne ein Programm im Hintergrund zu haben. Dann ist noch, ja, Sie werden serviciert von uns. Insofern, wenn Sie ein Semester im Ausland zugkonform machen, dann werden Sie hier entsprechend zugkonform für das andere Semester zugeteilt. Das geschieht zentral, da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern. Das wäre mal das Grobe, was ich jetzt im Chat gesehen habe. Ja. So, wir können noch ein paar Fragen gehen. Da sind noch 3 Fragen im Raum, bitte. Ja. Auch eine gute Frage, bis wann ist ein Sprachnachweis notwendig? Die Erfüllung der Sprachanforderungen werden immer von den Gastuniversitäten überprüft. Ein Sprachnachweis ist zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht notwendig. Also Sie müssen den Sprachnachweis zum Zeitpunkt der Anmeldung an der Partneruni vermutlich schon erbringen können. Manche Unis sind großzügig und geben Ihnen eine Nachfrist bis zum Start des Auslandssemesters. Wir empfehlen Ihnen aber jedenfalls, sich nicht zu bewerben, wenn Sie keine Grundkenntnisse haben. Also wenn ein Sprachniveau von B1 oder B2 erforderlich ist, dann würden wir Ihnen empfehlen, bereits ein A2-Niveau zu haben, damit Sie innerhalb eines Jahres eben B2 erreichen können. Und erkundigen Sie sich bitte ganz genau, welche Sprache in Ihrem gewünschten Zielland vorgegeben ist. Denn es macht keinen Sinn, 3 Tage vor Antritt eines Platzes in Lausanne draufzukommen, dass man dort Französisch spricht. Also bitte ganz genau erkundigen, welche Sprache wo gesprochen wird. Genau, also wir haben auf jeden Fall versucht, Sprachanforderungen der Partner im Portal aufzulisten, so wie in den Verträgen angegeben, aber sie ändern sich auch. Also wir haben im Portal auch die Webseiten der Partner verlinkt. Bitte auch diese Webseiten anschauen. Und Sie haben noch eine ergänzende Frage. Diese Information, genau, also die Frage ist, welcher Sprachnachweis wird akzeptiert werden? Spezifische Prüfungen verlangen, wie TOEFL oder oder DELF oder was auch immer. Diese Informationen findet man auf den Webseiten der Partneruni. Es ist ganz unterschiedlich, aber meistens reicht ein Sprachzertifikat, auch ein Wahlfach, also zum Beispiel ein Kurszertifikat, ein Lehrveranstaltungszeugnis vom Wahlfach Französisch für Mediziner wird akzeptiert oder meistens sind die Universitäten großzügig und geben nicht unbedingt, verlangen nicht unbedingt das anerkannte Sprachdiplom. Und wir können auch Bestätigungen ausstellen, dass Sie zum Beispiel 8 Jahre Englisch in der Schule als Fach gehabt haben und in Englisch maturiert haben, dementsprechend das Niveau haben, das auf dem Maturazeugnis eingetragen. Ja, es waren noch 2 Fragen. Das mit dem Zug habe ich nicht verstanden. Die Frage bezieht sich auf die Auswahl, auf die Platzvergaberunden, oder? Okay, Sie haben bei jeder Platzvergaberunde die Möglichkeit, die Destinationen neu einzugeben. Also Sie bewerben sich immer auf die freien Plätze. Sonst würde es keinen Sinn. Ja. Bitte. Ja, also
Es gibt drei Platzvergaberunden, die Hauptplatzvergaberunde und zwei Restplatzvergaberunden. Wenn man einen Platz bei der Hauptvergaberunde einen Platz bekommen hat, aber nicht annimmt, dann wird man von der ersten Restplatzvergaberunde ausgeschlossen. Also die erste Restplatzvergaberunde ist nur für Studierende, die nicht platziert werden können. Es gibt ja keine interne Statistik zu dem Boden. Macht es dann Sinn, wenn man weiß, wie man Kollegen das bestimmt aufstellt? Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so einen Notendurchschnitt hat, wäre es dann schon normal, dass man dann seine Wunschziele hat, schon auch andere Schritte setzt. Dass man es nicht so beendet, warten, wie man es dann finden. Es ist nicht nur so, dass wir keine Statistiken zu den Mindestnotendurchschnitten pro Destination führen. Es ist auch sehr unterschiedlich pro Bewerbungsrunde. Ja, es entwickelt sich eine Eigendynamik zwischen den Studierenden, teilweise auch von den Erfahrungsberichten beeinflusst, die immer subjektiv sind. Bitte beachten Sie das. Und es ist praktisch unmöglich zu sagen, wie die Zukunft ausschauen wird. Ich glaube, Human erwähnt oft die Glaskugel, die, oder? Ja, ich habe auf meinem Schreibtisch eine schöne Glaskugel, die kann ich für Sie gerne fragen, aber ich habe selten eine Antwort bekommen. Genau. Also was ist taktisch klug, was ist taktisch nicht klug? Es gibt ein paar sehr begehrte Destinationen wie Karolinska-Institut. Es macht keinen Sinn, Karolinska-Institut an sechster Stelle anzugeben. Da werden Sie nicht bekommen, da haben Sie tatsächlich eine Priorität eigentlich verschwendet. Machen Sie aber, also was wir empfehlen, ist Flexibilität und eine breite Streuung. Also die Plätze werden nicht pro Destination vergeben, sondern man macht eine Reihung der Studierenden. Man schaut sich an, welche Priorität hat der Erstgereihte angegeben. Er bekommt auch seine erste Priorität. Der Zweitgereihte, was ist die erste Priorität? Gibt es noch Plätze? Wenn ja, bekommt er den Platz und wenn nicht, was ist seine zweite Priorität und so weiter. Also machen Sie Ihre Prioritäten nach Ihren Wünschen, aber seien Sie geben Sie vielleicht so verschiedene Destinationen an, wenn Sie unbedingt bei der ersten Platzvergaberunde platziert werden wollen. Wir fassen das allerdings schon so auf, dass wenn Sie sechs Destinationen angeben, dass das auch die Reihenfolge Ihres Wunsches ist. Also wir hatten schon Fälle, wo jemand zum Beispiel als ersten Platz Sorbonne in Paris angegeben hat, hat den Platz bekommen und dann hat er gesagt, ja, aber ich wollte ja eigentlich die vierte oder fünfte Destination. Also wir verstehen das dann schon so, dass das die Vorlieben sind. Also in der Reihenfolge, wie Sie es angeben, so möchten Sie auch verreisen sozusagen. Und geben Sie bitte nur Destinationen an, die für Sie in Frage kommen. Ja. Noch eine letzte Frage. Die Frage war, wann man genau mit dem Freemover-Aufenthalt starten kann und man an den Semesterzeiten der Uni Wien, der mit Uni Wien gebunden ist. Also, die Praktiker müssen in den regulären Vorlesungszeiten der Gasteinrichtung stattfinden. Also es hängt davon ab, welche Semesterzeiten die medizinische Universität oder Fakultät im Ausland hat. Derer das Lehrkrankenhaus zugeordnet ist. Es sind nicht die Semesterzeiten der Medizin Wien. Ja, es geht um eine, es ist ein Qualitätssicherungskriterium, eben, dass Sie eine gute Betreuung im Ausland bekommen und nicht in den Ferien das Praktikum machen, sondern in der regulären Ausbildungszeit im Ausland. Die hat nichts mit den Semesterzeiten in Wien zu tun. Also wenn das Semester in Deutschland, könnten Sie zum Beispiel keinen Freemover im März machen, vermutlich, weil dort
im März. Also das Sommersemester startet erst im April. Gut. Ja, dann beenden wir die Infoveranstaltung. Ich weiß nicht, ob es noch online oder im Chat relevante Fragen sind. Ich sehe sie vielleicht ganz kurz. Also eine Frage war noch, was ist der Unterschied zwischen Kooperation und Partnerinstitution? Das haben wir besprochen. Okay. Vielleicht, Roman, sind noch Fragen dazugekommen, die du nicht angesprochen hast? Ich sehe jetzt keine. Okay, gut. Okay, passt. Dann bedanken wir uns an die Teilnehmerinnen online und im Jugendstil-Hörsaal. Und wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen. Ja, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, denn wenn Sie dann später das Studium beendet haben und im Turnus stehen oder im Beruf stehen, die Gelegenheit, ins Ausland zu kommen und die Erfahrung zu sammeln, kommt sehr, sehr lange dann nicht mehr. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja, gut.